Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali. Wir spielen eine Runde Through the Breach Pen and Paper Rollenspiel. Ja, das ist die zweite Gruppe. Die erste hat ihren Ausflug nach Malifaux ja schon erfolgreich mehr oder minder abgeschlossen. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, spielt der Chosen heute hier nicht mit, obwohl das im Intro noch so angeklungen ist. Der hat sich wegen Real-Life-Trouble zurückgezogen. Wir haben aber prominenten Ersatz, denn aus der anderen Through-the-Breach-Gruppe haben wir die Feramin einfach herübergezogen und rekrutiert, so ganz spontan für heute Abend. Ja, so sieht sie aus. Sagt aber nichts. Na gut. Hallo. Auch schön. Siehste, hat auch eine Stimme. Ja, aber ansonsten sind bei uns die aus dem Intro, aus dem ersten Teil bekannten Charaktere dabei, nämlich der Russell McGregor, gespielt von Kako. Wunderschönen guten Abend. Und der Abraham Winston, gespielt von Arai Hallo zusammen. Und Josephine Wheeler, gespielt von Lilio. Einen schönen guten Abend. Genau. Ja, ihr hattet ja die letzte Session damit abgeschlossen, eure Reise nach Malifaux mehr oder minder erfolgreich abgeschlossen. Und den Zug leer in den Bahnhof einfahren lassen. Ja, wir haben gerade irgendwie zusammen beschlossen, so viel ist gar nicht passiert beim letzten Mal. Es ist eigentlich nur die Reise nach Malifaux. Sonst ist da überhaupt nichts passiert. Nichts von Belang. Quasi vernachlässigbare Schäden am Zug, Ja, und auch geringfügige Kollateralschäden. Keine befreiten Häftlinge, keine Monster, die euch angegriffen haben. Und offiziell ist auch keiner aus dem Zug lebend wieder rausgekommen. Niemand hat mir einen Pfeil in den Rücken geschossen. Genau, ja. Also das ist einfach nichts passiert. Nein. Locker, Ja. alles liegt. Ja, ihr wart ja vor der Stadt irgendwie ja, quasi Abgesprungen. gestrandet, abgesprungen, ja. Und habt es auf irgendeine mysteriöse Art und Weise dann doch in die Stadt hineingeschafft. Das ist gar nicht so schwer. Und ich würde jetzt ganz gern von euch wissen, also die Feramin ist da jetzt heraus, die Verity hat ja schon einige Abenteuer erlebt in der Zwischenzeit. Aber was ist euch denn so passiert während der letzten paar Tage, der ersten Tage in der neuen Welt? Wie findet ihr euch zurecht? Wo versucht ihr euch einzuordnen in der Gesellschaft? Bleibt ihr zusammen? Trennt ihr euch vielleicht ein bisschen? Im Vorgespräch war so die Rede von einer WG. Also ich habe natürlich, nachdem wir da abgesprungen sind, meinen Mitleidenden angeboten, hey, wir müssen ja irgendwo wohnen. Wir könnten auch zusammen wohnen. Das wäre vielleicht weniger anstrengend. Das Und könnte, kostengünstiger. ja, vor allem kostengünstiger. Und da sind wir, glaube ich, alle relativ d'accord mit gewesen. Und da ich, Abe zumindest, hat sich dann na, so einen kleinen Job gesucht, hat sich mal höflich erkundigt, ob jemanden braucht, der andere Leute in einer Bar vor die Tür setzen kann, weil dafür ist er mit diesen 2 Metern relativ gut geeignet und macht sich da, also, der hat so diesen kleinen Job so ab 20 Uhr und später. Und Ja, Josephine hat sich auch so ein bisschen was dazu verdient mit kleineren Jobs der eher übernatürlichen Art, mit ihrer Feinfühligkeit, was so ja, Übernatürliches halt angeht. Und ein bisschen mit ihren Alchemiekünsten ausgeholfen, dass sie zumindest so hin und wieder was dazu steuern konnte. Während sie weiterhin auf der Suche nach Spuren von ihren Eltern war. Und ist auch eine Sache, die Josephine sowieso sehr seltsam vorkam, war, dass sie sich hier weniger fremd fühlt
als sie erwartet hat. Ja. Also die Gebäudestrukturen der Stadt sind halt auch, also einerseits kommen sie euch bekannt vor, weil es irgendwie schon bekannte architektonische Konstrukte sind. Andererseits ist es alles ein bisschen so neben der Spur. Man kann es nicht genau feststellen, aber es ist halt irgendwie alles ein bisschen schief und krumm und aber trotzdem irgendwie gerade. Also wenn ihr eine Wasserwaage anlegt, irgendwie an so ein Geländer, was ihr denkt, wo es schief ist, es ist gerade, aber es sieht so von so wie etwas, wenn man, verzerrt aus. Es sieht alles ein bisschen verzerrt aus, genau. Und ja, auch die Farben sind manchmal ein bisschen intensiver, dann in den Abendstunden vielleicht sogar ein bisschen dunkler, als ihr es gewohnt seid von der Erde. Und ja, es ist ein bisschen, es ist anders und ungewohnt, aber irgendwie, ja, für Josephine nicht schlimm. Irgendwie, ja. Krumm waren auch einige Dinge, die dann Russell immer gemacht hat. Er hat sich halt erstmal nachdem er halt sich in der WG ein bisschen zurückgelebt hat, hätte sich erstmal als, also ein bisschen Alibi und Deckmann halt eine Aushilfsstelle bei irgendeiner Küche gesucht. Das muss jetzt nichts Großartiges sein. Sein Geschäft war ja auch nichts. Ja, so Tellerwäscher. Mhm. Halt irgendwas so für den Schein. Und dann hätte er sich ja als Criminal auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen einen Überblick verschafft, wie das so läuft hier mit organisierter und möglicherweise auch unorganisierter Kriminalität, ob es vielleicht irgendwie so große Plätze gibt, wo so Kleinkriminelle einen abziehen wollen. Und wenn es da welche gewesen wäre, hätte er sich auch vielleicht Sachen dazu verdient, weil er schon aus der anderen Welt diese ganzen kleinen Tricks, die kennt er alle schon. Also da braucht man, das braucht man gar nicht bei ihm zu probieren. Und möglicherweise, wenn es dann eine Gelegenheit gegeben hätte, hätte er auch so einen kleinen Kriminellen auch mal abgezogen. Weil er gesagt, kleiner, verzieh dich, sonst kriegst du ordentlich Ärger von mir und so. Mhm. Das, was er halt auch vorher auch ein bisschen gemacht hat. Und sollte es irgendwelche Magieprobleme gegeben haben. So. Er ist einigermaßen bewandert im Gegenzaubern. So, das, ja. Ja, Magieprobleme gibt es in der Stadt offiziell keine. Also, weil Magie ist natürlich ja verboten, ja. Natürlich. Zumindest in dem Gebiet, in dem ihr untergekommen seid. In welchem Bereich von Malifaux wollt ihr denn versuchen zu siedeln? Irgendwie in Downtown, in so einem Gildengebiet oder eher so einem etwas Low-Price-Segment? Also Josephine hat sich gegen Gildengebiet ausgesprochen. Auf jeden Fall. Ich kann nicht verstehen, warum. eher so was Subtiles, Anonymes. Ja, genau. Genau, also Russell auf jeden Fall auch nicht, auf keinen Fall, wo die Gilde so sehen ist. Ja, die Gilde ist in Malifaux halt fast überall präsent und die Teile der Stadt, wo sie nicht präsent sind, sind halt berühmt-berüchtigt. Also, da gehen die Geister um und die Untoten und die Neverborn und noch Schlimmeres vielleicht und da ist nicht gut wohnen angeblich. Also gibt's denn auch eine Ecke, die vielleicht, also nicht gerade voll mit Geistern und Untoten ist, aber vielleicht so, da guckt man halt nicht so ganz genau drauf. Was ist denn mit den Slums? Doch, die ist es Slums, oder? Mhm. Ja, die Slums sind halt wirklich auch die der Teil der Stadt, die noch am ehesten halt nicht irgendwie die normales Leben halt irgendwie zulässt. Also die Industriezone vielleicht und die Slums, da könnte man sich ansiedeln. Die New Construction Zone ist schon wieder ein bisschen besser beschützt. Was halt überhaupt nicht geht in euren Meinungen halt, sind die Quarantänezone da. Also das ist das. Da wollen wir auch gar nicht hin. Nee, muss aber überhaupt nicht sein. Ja. Also vielleicht irgendwo in den Central Slums oder in den Easter Slums irgendwo. Ja, vielleicht so auf diesem Eck, sag ich mal, zwischen der Industrial Zone und dem Central Slum, so vielleicht Seitenstraße, wo es so ein Hinterhofgebäude gibt, was man geht so durch so eine, das was heutzutage ein Garagentor wäre, so ein Hinterhof, dann gibt es da so ein Haus im zweiten Stock, wo so eine Wohnung mit so 2,5 Zimmern ist und man muss in der Küche pennen, sowas. Ja.
Und ich fand die Idee gar nicht so schlecht, die wir im Vorgespräch hatten, dass die gute Verity, die ist ja an Geld gekommen, beim letzten, wenn ihr die andere Gruppe verfolgt habt, dass sie sich vielleicht dieses merkwürdige Haus mit dem großen Garagentor irgendwie unter den Nagel gerissen hat und nun Mitbewohner sucht oder Leute, für die die anderen Zimmer vermietet werden können. Und wie der Zufall es will, seid dann ihr das wohl. Ja. Das wäre ganz zauberhaft. Ja. Seltsam. Vielleicht beschreibt ihr euch nochmal für den angehenden Vermieter, der gerade euch das große Tor aufmacht. Genau. Machen wir mal eine Roomtour. Also irgendwie, seid euch schon einig geworden, ihr wollt das egal wie das Ding aussieht, weil ihr braucht eine Unterkunft, aber ja, gucken, ob die Vermieterin euch nimmt. Das Erste, was man an dieser kleinen Gruppe wohl so auffällt, ist wahrscheinlich Abe, weil Abe ist etwas mehr als 2 Meter groß und wirkt auch ungefähr so breit. Sehr muskulöser Typ, hat so einen sehr geradlinigen, fast Bürstenschnitt, der gerade so ein bisschen rauswächst. Von den letzten paar Tagen, die er auf dem Weg nach die Stadt heißt Malifaux, richtig? Ja. Aber auf dem Weg nach Malifaux, die er da auf der Straße verbracht hat, einen leichten Schattenbart. Eine abgewetzte, so rot-schwarze Uniform. Offenbar Ex-Soldat. Versucht das auch gar nicht groß zu verstecken. Aber anscheinend mittlerweile Bauarbeiter oder sowas, denn er hat immerhin einen größeren Rucksack und an diesem Rucksack hängt so dieser typische Hammer dran, mit dem man Schienen baut, so ein Schienenbauhammer. Okay. Und Abe geht quasi mit einem halben Schritt immer voran, kommt auf dich zu, auf Verity zu und sagt, guten Tag, mein Name ist Abe Lincoln, das sind meine Freunde. Wir würden uns gerne die Wohnung, von der wir gelesen haben, anschauen. Sagst du wirklich einen falschen Nachnamen? Falschen? Winston heißt mit Nachnamen, glaube ich. Oh, sorry. Winston ist jemand anders. Ja, ich wollte... Sorry. Eigentlich. Okay, ich wollte nur wissen. Also. Nee, ich sage keinen falschen Nachnamen. Das ist aber keine Gildenuniform, oder? Nein. Ich habe... Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Man kann, wenn man wirklich Ahnung hat, kann man wahrscheinlich noch erkennen, dass es... er hat in der Armee in der anderen Welt gedient, nicht in der Gilde, sondern unter einem König, der, ich schätze mal, wir sind ja so ungefähr so beim viktorianischen Zeitalter, also sowas wie der zweite Opiumkrieg oder keine Ahnung, sowas in India-Expansion, Ägypten oder so ein Ding, wo die Briten sich gedacht haben, komm, lass mal noch ein bisschen mehr lang. Also eine britische Militäruniform. Ja, sowas in der Richtung. Okay. Ja, die Gilde ist halt auch auf der Erde irgendwie aktiv, aber ja, irgendwie diese typischen rot-schwarzen Uniformen, die kennt man eigentlich eher hier aus Malifaux. Ah, okay. Dann. Ja, also die Gildenuniformen, ne? Also die sind okay. Diese typischen rot-schwarzen Uniformen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Also, es ist keine Gildenuniform. Das erkennt man vielleicht nicht auf Anhieb, aber man erkennt es. Nur um sicher zu gehen, weil die Gilde muss man nicht unbedingt im Haus haben. Da hat eine Verity ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Nö. Ja, dann schauen Sie sich doch die Wohnung mal an. Verity trägt rot. Nein, Verity trägt schwarz. Schade. Da passen wir sehr gut zusammen, weil neben dem Hühn steht eine relativ zierliche, kleinere Frau. Alter ist ein bisschen schwierig auszumachen, weil sie hat einerseits ein junges Gesicht, andererseits ein paar Narben, die auf etwas älter, wenn die etwas älter zu sein scheinen. Sie sieht sehr nervös aus, ringt ihre Hände ziemlich häufig, schaut sich ziemlich oft um, so ein bisschen... weiß nicht, vielleicht Verfolgungsängste, was auch immer, ist aber sehr adrett gekleidet, also sie trägt schon
relativ feine Kleidung und hat einen großen Koffer dabei, der klimpert mit ziemlich vielen kleinen Glasfläschchen, die drin sind, aufgrund von ihren alchemistischen Ausflügen, die sie manchmal so macht. Genau, sie selber sagt dazu nicht viel, schaut sich aber in der Wohnung dann auch gerne um, vor allen Dingen hätte sie gerne einen kleinen Platz für sich selber, wo sie sich ihrem Hobby eventuell ein wenig widmen kann. Ja, und ein Fenster, das ist ja Luxus. Wäre cool, aber ich bestehe nicht darauf. Entschuldigung. Alles gut, und direkt hinter ihr, das Ende der Dreiergruppe bilden, ist ein weiterer, eigentlich auch schon ziemlich großer Typ, 1,85, 1,90 ungefähr groß, trägt so eine braune, vielleicht lederne Jacke oder vielleicht ist es Kunstleder, man weiß es nicht, so mittellange nach hinten, man weiß nicht, ob es gegelt ist oder fettige Haare einfach sind, gezogene Haare. Ja, ein sehr sich namenvolles Gesicht mit so einem Dreitagebart, der auch ein bisschen finster reinschaut immer. Trägt aber sonst tatsächlich sehr adrett eine, bestimmt, wenn sie nicht voller Dreck gewesen wäre, eine schöne schwarze Jeans mit diesen glänzenden Anzugsschuhen und so einem Hemd, was bestimmt mal früher weiß gewesen ist, jetzt allerdings ein bisschen voller Flecken daherkommt. Und großartig fällt dann nichts anderes aus, außer sein Gehstock, den er wohl bei sich führt, der ist so, sagen wir mal, schultergroß, so schulterhoch, obwohl er jetzt nicht den Anschein macht, dass er irgendwie verletzt sei, so irgendwie, das so aus Stylegründen. Und der sagt so, Fenster ist mir total egal, oder irgendwo, wo ich vernünftig pennen kann. Und ja, würde auch sonst nicht keines Blickes würdigen erstmal, wenn nur die Wohnung direkt reingehen. Solange ihr die Miete bezahlen könnt und das regelmäßig und zuverlässig passiert, sehe ich kein Problem, warum wir nicht ins Geschäft kommen sollten. Ja, das kann ja bestimmt. Beschreibt doch die Verity auch nochmal für die drei, mit wem sie es da zu tun haben. Frau irgendwas zwischen Mitte 20, Anfang 30, sieht auch ganz ordentlich und adrett gekleidet aus. So diese typisch viktorianische Lady. Und trägt eine ziemlich große Arzttasche mit sich rum. Und wirkt ziemlich ehrbar. Ja. Warum auch immer die Frau ständig eine Arzttasche bei sich herumträgt. Hauptsache, ihr kriegt ein Zimmer. Hey, ich spreche niemandem. Es gibt ja auch keine Leute, die in Malifaux irgendwelche Experimente an Menschen ausführen. Ist ja auch keine Leute, die nur deshalb Zimmer vermieten, um neue Specimens zu bekommen. Ne? Das passiert nicht. Das gibt's alles nicht. Malifaux ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Welt mit Regenbogen, saftigem grünem Gras und Einhörnern. So ist es. Einhörner, ja. Vielleicht durch in der Art und Weise. Gesehen. Grünes Gras in Bayous, oh je, auf jeden Fall, ja. Ja, dann, ja. Das große Rolltor habt ihr ja schon hinter euch gelassen, einen kleinen Innenhof, vielleicht mit ein paar Mülltonnen oder so, so stelle ich mir das jetzt irgendwie so vor, irgendwie, vielleicht auch irgendwie so einen leichten Farbgeruch, weil Verity ja so eine bestimmte Profession ja auch hat, vielleicht hat sie da irgendwo so einen Schuppen oder so, wo sie Farben unterstellt. Da wird schon irgendwo eine kleine Werkstatt eingerichtet sein. Und, dann das eigentliche Haus, wie stellt ihr euch das vor? Verity vermietet es ja vielleicht. Wie sieht dein Haus, das du dir da angelacht hast, denn aus? Es ist in einem ziemlich grellen Gelb gestrichen. Die Fassade ist relativ auffällig, aber ihr könnt nicht so genau festmachen, warum die auffällig ist. Ich meine, für Josephine vielleicht nicht so ungewöhnlich, aber irgendwas ist da, was den Blick irgendwie hinlenkt und auch doch wieder nicht. Und wie gesagt, schreiend gelb gestrichen. Fancy. Es ist wirklich das Haus. Ja, okay. Man kann es auf jeden Fall nicht übersehen. Ne? Man findet immer zurück nach Hause. Auch das durchaus wertvoll, wenn man mal eine Nacht durchzecht.
Kann ja passieren, habe ich gehört. Ja. Also wenn man, wenn man reinkommt, sieht man dann dadurch, dass, dass ich das Haus jetzt auch kenne, weiß ich, wie es ungefähr aussieht. Ja, wenn man reinkommt, sieht man einen großen Wohnbereich mit Möbeln schon ausgestückt irgendwie. Ich weiß nicht, inwiefern du die Möbel, die vorher drin warst, irgendwie rausgeschmissen hast oder noch behalten hast. Und halt so eine begehbare, also vom Wohnzimmer aus begehbare kleine Küchenzeile. Und wenn ihr reinkommt, es wird noch nicht so lange her sein, seit die Geschehnisse von der letzten Gruppe passiert sind, riecht man noch so ein bisschen, es riecht so ein bisschen nach Tier, so nach Geflügel, also Tauben oder sowas. Und vielleicht und hat... nach Putzmitteln. Und so, ja, ganz... Um gewisse Flecken loszuwerden. Ja, ganz, ganz scharf, also so dieser Tiergeruch ist eher so in Richtung Küche. Und dieser ganz starke, vielleicht so ein Ammoniakgeruch oder so, ist dann im Wohnzimmer eher. Ja. Meine Güte, was musstet ihr denn hier beseitigen? Huch. Boah. Hier sind ein paar Dinge geschehen, wo mal wieder ein Großputz notwendig war. Wie hoch war die Miete? Das ist doch verhandelbar, oder? Ich schaue so ein bisschen. Die Miete ist ein bisschen unter dem üblichen Durchschnitt. Okay. Ja, weil Russell schaut. Ich will ja loswerden. Also vermietet bekommen. Ja, Alter, so sagt, was muckt denn hier so? Also, ey, verstehe gar nicht, was du hast. Ist auch bei uns in der Küche genauso. mein Freund, ich weiß nicht, wie es in deinen bisherigen Küchen gerochen hat. Wir beide hatten noch nie eine Küche zusammen. Ja. Bei mir hat es bisher nie so gerochen. Also komm mal an. Wenn Henkelflüge auf dem Schweißelplan schon genauso. Ja. Ich nehme an, ihr seid neu in der Stadt. Schon. Ein bisschen. Gewissermaßen. Jetzt könnten wir ein Paradoxon erzeugen. Warum? Es passiert immer das Gleiche, dass die Leute verschwinden im Zug. Es ist auch immer der gleiche Strafgefangene, der da hinten befreit. Ja, tatsächlich. Wir sind neu in der Stadt. Wir haben einen Kumpel noch gehabt, der ist uns irgendwie abhanden gekommen. Sein Name ist Caesar. Habt ihr ihn vielleicht gesehen? Fragst du das jetzt ernsthaft? Nein. In Verities Welt ist er längst eingebuchtet. Ich habe gedacht, wir sehen ihn vielleicht noch irgendwann. Ja, dann. Ich dachte auch, dass wir vielleicht auch hier in der Stadt. Danke. Hier wird einige unangenehme Dinge auch unterwegs und es passieren unschöne Sachen. Gerade in der Nähe vom Gildenhauptquartier. Wir sind vorsichtig. Gut, dass ich da sowieso nicht hin wollte. Ja, das wäre auch nicht mein Ziel Nummer 1 gewesen. Auch, also, ja. Auch nicht bis Nummer 10, oder? Ich verstehe gar nicht, was ihr alle gegen die Gilde habt. Nichts, was hilft. Ich habe nichts Effektives. Ja, leider. Ja. Da habe ich übrigens noch mal eine Frage. Sollten wir nicht auch unsere Dingsbums-Deck-Karten ziehen? Ja, könnt ihr jetzt auch schon mal machen, ja. Spätestens dann vor dem ersten Test hätte ich euch die ziehen lassen, ja. Zeigt ihm das kurz in die Kamera, dass die Zuschauer wissen, was er gezogen hat. Drei, ne? Genau, drei Karten. Da habe ich relativ gut gezogen. Mhm. Ja, ich leider so gar nicht. Ja. Auch das gehört zum Leben. Ja. Passiert. Ja. Das stimmt. Der Trick ist ja, auch mit den schlechten Händen zu gewinnen. Ja. Und es gibt auch Situationen, wo Downcheaten halt auch ganz Sinn machen kann. Ich habe zwar noch keine bisher, aber mal gucken, vielleicht fällt mir eine ein. Das ist ein Beispiel. Ich war kurz davor zum Thema Schießen in den Nahkampf. Ja, das macht Sinn dann. Das ist bei uns auch passiert. Und ich bin mir sicher, der Chosen hätte auch runtergecheatet, wenn er nicht einen Joker gezogen hätte. Ja. Ja, stimmt. Weil der Joker. Ich hätte die 5 Schaden genommen, aber ich hatte ja Glück, dass ich noch Rüstung und Lilios Schutzzauber hatte. Also da, ja. Ja.
In Erinnerung schwelgen, ja. Und ich stelle mir das jetzt so vor, als dass im oberen Geschoss halt dann vier Zimmer sind. Eins wird Verity wohl für also das größte wahrscheinlich für sich in Anspruch genommen haben. Und ja, drei andere kleine Zimmer für euch andere. Gemeinschaftsküche mit der Vermieterin. Ja, unten. Und okay. Das Wohnzimmer halt. Ist halt eine WG halt, ne? Ja. Okay. Ja, ja. Also so groß ist das Haus dann auch wieder nicht. Also klein, ich, aber fair. Ich hätte mir auch ein Zimmer geteilt mit dem, mit unserem Kollegen, dessen Name ich schon wieder. Mhm. Russell. Kako, so. Ach so. Ja, sorry. Also, ja, Josephine hat vielleicht noch, als wenn sie in den Haus reingelaufen ist, so als Magiebegabte, vielleicht so einen kleinen, also als du über die Schwelle getreten bist, noch so den Anflug von irgendeinem Zauber gemerkt. Irgendwie so magische Präsenz. Aber ist halt inzwischen vergangen. Aber da war wohl mal was an der Schwelle. Da war mal was. Generell spüre ich häufig Magie so in der Stadt oder ja, das ist relativ oft vertreten, ja. Okay. Also nichts, wo ich direkt. Liegt auch daran, dass potenziell halt jeder Magie ausüben kann. Ja. Der hier wohnt. Also du merkst auch gerade irgendwie, als seitdem du hier bist, also es ist ein ganz anderes Gefühl für dich als Magie. Anwenderin als auf der Erde zu leben, wo die Magie halt ja geschwunden ist, wo sie ausgedörrt ist und wo man versucht, magische Energie irgendwie mit jedes kleine Fitzelchen irgendwie darum kämpfen und ringen muss. Und hier wird man quasi überflutet mit magischer Energie. Und gerade für jemanden, der es halt gelernt hat, auch Magie anzuwenden, so wie du, ist das halt schon, also, ja, wie in den Swimmingpool springen gegen Duschen. Vielleicht. Ja. Cool. Ja. Nieselregen gegen andererseits Teufel. Ist es halt verboten. Es ist, ja. Aber es macht auch Spaß. Ja, zum Glück bin ich da von meinen Eltern ja ein bisschen vorbereitet worden. Hm. Ja. Ja, ich glaube, Russell wird auch erstmal in die Küche gucken, als alter Koch. Ist da irgendwas Vernünftiges, Gebrauchbares denn? Ja, Harry, was hast du denn noch in der Küche so? Von jedem ein bisschen was, also so eher Vorräte für eine Person, aber man kann ja durchaus dann, wenn jetzt mehr Leute im Haus wohnen, einkaufen gehen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann selber auch ein bisschen kochen, müsste ich glaube ich können. Also es wird schon nicht nur quasi Instant-Futter da sein, sondern schon was, damit man auch kochen kann. Instant-Futter gab es damals um die Zeit ja eh noch nicht. Ja, Bohnen in Dosen? Ja, Dosenbohnen, ja. Okay, wenn man das als Instant-Futter bezeichnen kann. Ja, dann wird sich irgendwann... Serven gab es, ja. Ja. Kein Rahmen. Was ist das für eine Welt? Warum spielen wir das überhaupt? Keine Tassensuppen. Echt mal, nein! Das ist keine Mikrowelle. Stellt euch das mal vor. Das ist furchtbar. Barbarei. Tja. In DSA gibt es immer eine Mikrowelle. Du könntest sie ja erfinden, die Mikrowelle. Wer braucht eine Mikrowelle, wenn es Magie gibt? Ja, das auch wenn das nicht so ganz legal ist? Pointing. Ja. Pointing. Ja, dann wird sich irgendwann Russell, nachdem er so seine Sachen abgesetzt hat, würde sich, weil er wahrscheinlich Hunger hat, so in die Küche begeben, so ein bisschen lustlos in alle Schränke nachschauen. Und dann irgendwann, hey, habt ihr Hunger? Ja. Ich würde auf jeden Tag was essen, ja. Ja. Wenn du dich damit auskennst. Zufällig, ja. Und er knackt immer so die Hände und dann legt er los, was tatsächlich auch Feines auf die Beine zu stellen. Denn auch wenn der Typ nicht so aussieht, der kann richtig gut kochen. Jackpot. Ja. Yes. Ja, er muss auch die ganze Zeit wieder seine Haare so nach hinten ziehen, weil sonst will ihm so eine schwitzte Locke irgendwie so ins Gesicht hängen und dann die ganze Zeit da. Und jeder, der jetzt in der WG wohnt, wird auch recht sagen. Ja. Ja. Es braucht noch jemand, der den Müll rausbringt und jemand, der putzt. Muss nicht. Ja. Ja. Mich mal Müll rausbringen, ist okay. Ist kein Thema. Vielleicht hast du ja Apparaturen, die den Müll rausbringen. Das... Ja, du hast recht. Du hast recht. Ja. Ein Roomba. So in etwa, ja, genau. So ein schönes
Genau, das ist so eine der Sachen, so, nachdem ich quasi mein Zimmer ausgepackt habe und ziehe ich quasi so noch, da auf der Tür noch, deshalb sieht man das überhaupt, aus meinem Rucksack, so quasi, ich packe da einmal so rein und ziehe da so fast so ein bisschen Mary Poppins-mäßig so ein Konstrukt, so aus Kupfermessing, unterschiedliche Stahlfedern, ein Uhrwerk, so ein Ding raus, das zwei Beine hat und lasse das so aus so 20 cm Höhe so wieder auf den Boden fallen. Das geht so dumm. Und fängt an rumzulaufen. Das ist so ungefähr so ein kniehohes, 50 cm hohes kleines Konstrukt. Das läuft mir dann erstmal so hinterher. Beug mich so runter, schau mir das an. Das ist Termi. Termi. Macht er? Nützlich sein. Na, er macht Sachen, die ich ihm sage, die er machen soll. Aber guck mal, er kann einen guten Trick. Termi Salto. Termi macht so. Salto. Das ist ja entzückend. Kannst du mir auch so einen bauen? Nein, nein. Das ist schade. Überbleibsel von meiner Zeit bei der Armee. Ich habe da als Ingenieursbataillon gearbeitet und das sind so diese Kleinigkeiten, die man da so mit aufnimmt. Ja, dann richtet ihr euch gemütlich ein in eurem neuen Quartier. Und habt irgendwie die nächsten Tage Zeit, irgendwie noch so vielleicht ein paar Möbel zu besorgen oder Dekogegenstände oder euch irgendwie häuslich einzurichten. Haben wir einen Schreibtisch? Du kannst dir einen besorgen. Ich finde drei Bretter, ich finde ein Brett und vier Stöcke und mach mir daraus einen Tisch. Das nicht sollte, Stöcke, aber so. Das sollte kein Problem sein, sowas irgendwie auf der Straße zu finden. Das zimmer ich dann zusammen, das ist kein Problem. So gerade in der Richtung Quarantänezone, wenn die Häuser etwas teilweise auch verfallener werden, kann man auch in so eine Ruine reingehen und da irgendwelche Bretter rausholen. Das ist üblich. Ja. Ja. Also wenn da jemand einen Schreibtisch braucht, sag Bescheid. Ja. Ich zeig entfremde einfach eine Kiste, die ich mir hinstelle mit der offenen Seite nach unten und ein Tuch drüber lege und habe ich ein kleines Tischchen. Also ich denke, da werden wir uns schon einig werden, was Möbel angeht und so. Aber fürs Erste, damit man halt so ein bisschen Ablagefläche hat. Alles klar. Okay, ja, dann habt ihr die Möglichkeit, jetzt in den nächsten Tagen halt so euch halt wirklich häuslich einzurichten, irgendwie die Stadt ein bisschen zu erkunden, die Ecken, wo man sich vielleicht aufhalten sollte, wo nicht, auch ein bisschen abzuschätzen. Ihr habt ja eben auch gesagt, was ihr irgendwie so als Arbeits in Beschlag nehmen wollt. Irgendwie der Russell wollte ja irgendwie so einen Tellerwäscherjob annehmen. Und, fürs Erste und so, ja, ein bisschen Geld reinkommt. Verity hat ja jetzt Mieter, die muss ja nicht mehr groß arbeiten. ich würde meiner Tätigkeit schon noch weiter nachgehen und vielleicht zwischenzeitlich mal probieren, Ellie beim Glücksspiel auszunehmen. Ja, zwischendurch hört man halt aus dem Schuppen halt manchmal so komische Geräusche, so wenn das Drucken dann losgeht oder so. Das Drucken? Ja, also so man hört so Geräusche wie von so einer Druckerpresse halt. Ne? Okay. Ja. Und es werden halt in regelmäßigen Abständen halt so Papier mit angeliefert. Aber ja. Papier und Farben. Hat man die Möglichkeit, sich mal in diese Werkstatt zu schleichen, beziehungsweise einfach mal so einen Blick reinzuwerfen? Weiß ich nicht. Verity, hat man da eine Möglichkeit? Schuppen gesichert. Man kann natürlich auch einfach fragen, aber man kann sich auch reinschleichen. Die kritischen Sachen, ich mache ja auch so Drucke, die kritischen Sachen sind dann eh im Normalfall, wenn ich nicht gerade dran arbeite, irgendwie ein bisschen zur Seite geräumt, in der Kiste, ein bisschen versteckt, abgedeckt und so. Mhm. Ich meine, ich möchte nicht unbedingt rein, ich möchte eigentlich nur mal so durch die Tür gucken, was da so Lärm macht. Ja,
Kannst du Verity vielleicht irgendwann nochmal bei der Arbeit irgendwie beobachten, weil irgendwelche Flugblätter irgendwie schneidet oder gestaltet, irgendwie so ein Reißbrett vielleicht, wo man so ein bisschen Gestaltungsschemata sieht. Lettern. Mhm. Kisten mit Lettern. Genau, ganz viele Druckerletter, die man irgendwie fein sortiert in so kleinen Schächtelchen hat. Sind das dann nur so designmäßig Flyer sowas oder auch Bücher? Ich denke, da könnten auch zwischendurch ein paar Bücher bei sein. Ja, im Prinzip alles, was mit der Presse geht. Okay. Und auch sehr kleine Auflagen, die dann von Hand komplett angefertigt werden. So speziell, wenn es darum geht, so einen Schriftzug unter irgendwas drunter zu setzen und so. Ja, so gestalten sich die ersten Tage relativ gelassen und wie sieht denn das Abendsprogramm so an typischen Wochentag bei euch so aus in der WG? Essen wir gemeinsam? Das ist die große Frage, ne? Würde ich sagen, wenn wir schon einen guten Koch haben, dann sollen doch alle davon profitieren. Ich würde schon sagen, ne? Wir können uns alle darauf einigen, dass Russell gut kocht. natürlich. Wir machen dann halt die anderen Sachen. Wir kaufen ein und wir machen so besorgen Kram. Bringen ihn nur raus. Tammy räumt auf. Solange er das dann nicht machen muss, ist das Kochen auch vollkommen. Ja. Aber Rea muss nur einmal Müll rausbringen. Sie. Ich hätte nichts mehr zu essen. Kümmern. Sehr gut. Ja, dann würde ich auch mal da kochen. Ich krieg das auch gerade noch so hin. Ja, dann werdet ihr irgendwann an so einem typischen Wochentagabend halt beim Essen sitzen. Vielleicht irgendwie ein bisschen später, als man das sonst so gewohnt ist von einer normalen Familie. Weil ihr ja teilweise auch ja in dem Nachtleben arbeitet, hattet ihr ja gesagt. Und vielleicht dann noch irgendwie so einen Mitternachtssnack oder sonst irgendwas zu euch nimmt. Sitzt dann irgendwie in dem Wohnzimmer vielleicht um einen großen Esstisch herum. Und Russell hat da irgendwelche Snacks halt da drapiert und neue Kreationen erschaffen, die er an euch austestet. Frische Möhrchen und Hummus. Sowas vielleicht, ja. Und dann wird es an der Tür klopfen. Und zwar... Ja, es ist ein Klopfen, also kein so ein normales Klopfen, sondern eher schon ein sehr dringendes Klopfen. Aber auch nicht so, als ob jemand die Tür einschlagen wollte. Also so ein gutes Mittelmaß. Ich stehe quasi ganz automatisch auf und gehe zur Tür und mache die Tür auf. Ja, bitte. Ja, auf der anderen Seite der Tür steht eine dünne Frau. Und sie hat so den Blick so nach unten, also schaust dir quasi auf den Vorkopf. Sie ist gekleidet in einem etwas abgewranzten, ehemals wohl relativ noblen Kleid. Farbe? Farbe, ja, das ist ein rotes Kleid, würde ich sagen. Okay. Ja. Und deswegen fallen dir auch erst auf den zweiten Blick so ein paar Flecken auf, die auf dem Kleid verstreut sind. So, die halt wahrscheinlich irgendwie mit roter Farbe oder so über das Kleid geschüttet wurden. Meine Klamotten sind auch nicht sauersten. Die Frau hat schwarzes Haar, das ihr irgendwie, wie in Strähnen halt irgendwie übers Gesicht fällt. Sie wirkt relativ dreckig, würdest du sagen. Und sie schaut dann irgendwie das erste Mal hoch und du schaust ihr dann in ein weißes Gesicht, ein sehr, sehr blasses weißes Gesicht. Und dann schlägt sie die Augen auf und schaut dich an und du siehst in ein milchiges Weiß. Ah, sie ist blind. Das, was da vor dir steht, ja, ist eine blinde Frau. Ja. Eine blinde, ganz bleiche Frau mit dreckigen Klamotten. Ja. Gute Frau, wie kann man euch helfen? Ja, in der Zeit
gucke ich auch so um die Ecke, was da los ist, als er halt gesagt hat, dass da eine gute Frau steht. Mhm. Ja, ich schiebe dann auch mal das Messer, was ich gezogen hatte, langsam wieder zurück. Ja, die Frau zieht mir so ein bisschen den einen Arm hoch und so, es wirkt am Anfang so ein bisschen so, als wollte sie irgendwie so einen Schlag ausholen vielleicht oder so, weil das so eine ausladende Bewegung ist. Aber dann, ich weiß nicht, wie Abraham auf diese Bewegung reagiert, jetzt wo er gerade gesagt, wie kann ich Ihnen helfen? Also, er ist halt relativ abgebrüht, also so diese Späßchen, so nach dem Motto, Reflex, ich hab dich, ja, du hast reagiert, das sieht bei ihm halt gar nicht so, deshalb, der ist da sehr entspannt und okay. wenn die jetzt keine Faust macht, dann macht er jetzt auch nicht irgendwie große Action. Sieht auch dann sofort, dass diese Hand eigentlich keinen Schlag macht, sondern einfach so, ist eine langsame Bewegung und der andere Arm geht halt in der Zeit so hoch und sie versucht halt so ein bisschen schützend ihre Hände halt so irgendwie vors Gesicht zu halten und sagt dann irgendwie, bitte nicht in Panik verfallen. Ich bin Sarah. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Okay, Sarah. Wobei? Wie können wir dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Darf ich reinkommen? Ja, komm rein. Ich zieh rein und knall die Tür hinter ihr wieder zu. So, Gilde auf der Straße, lieber geschlossene Türen. Ja, total abgenervt, stellt Russell so ein Glas voll seinem billigen Fuß wieder hin, den er das Glas rausgezogen hat und macht dann und schnappt so, und wenn es sein muss, dann ja, komm. Ja. Dann führen wir sie hin, damit sie sich vielleicht hinsetzen kann auf den Stuhl oder so. Sie bewegt sich relativ langsam, wenn ihr sie irgendwie so ins Wohnzimmer geleiten wollt. Und ich würde ihr meinen Arm anbieten. Ja, würde sie auch annehmen, und sie hinkt auf einem Bein, und wenn ihr jetzt genauer hingesieht, ist, dass der eine Fuß auch in so einem ziemlich ungesunden Winkel absteht. Braucht ihr ärztliche Hilfe, Sarah? Sollen wir jemanden rufen, der sich das mal mit dem Fuß ansieht? Das sieht ja sehr unangenehm aus. Sie schaut so ein bisschen mit so einem fragenden Gesichtsausdruck in deine Richtung. Ich denke nicht. Ist mir egal, ich würde mir das trotzdem ansehen. Mhm. Ja, dann schaust du dir das an. Du warst ein bisschen bewandert auch in Medizin. Dann mach doch mal einen Flip. Dann können wir direkt mal wieder das Deck einblenden hier. Das ist da das Fehldeck. Zack. Ja. Gegen die 8 reicht. Oh, eine 4. Das würde nicht reichen. Ach komm. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. Gut. Ja, also du schaust dir den Fuß an, der ist eindeutig gebrochen. Und ja, ansonsten, als du so die Haut auch irgendwie anguckst, die ist halt, Körperwärme ist nicht vorhanden. Sehr, sehr rissige Haut. Äußerst bleich, keine Körperwärme. Puls? Kein Puls. Habe ich schon davon gehört, dass es in Malifaux auch Untote gibt? Ja, definitiv. Dann sage ich nur, glaube ich, oh. Und schau sie an. Sie schaut so ein bisschen entschuldigend so nach unten. Entschuldigung, ich denke, ich bin tot. Was? Das würde ich jetzt auch sagen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Russell schaut zum ersten Mal auf diese Person und das Glas, was er gerade so in der Hand hat, sieht die Frau nochmal an, guckt auf ihren Fuß und schüttelt den Kopf und trinkt nochmal ordentlich was. Also wenn du ihr ins Gesicht siehst, ist halt kreidebleich und hat halt diese milchigen Augen. Also, ja, ja. Josephine ist ein paar Schritte zurückgegangen und man merkt vielleicht, dass sie so ein bisschen Magie in ihren Händen
sammelt, aber sie macht noch nicht, solange die Untote sich nicht irgendwie aggressiv verhält. Ja, im Gegenteil, sie sitzt halt sehr entschuldigend und irgendwie zittrig, irgendwie fast, also sie zittert nicht wirklich, aber sie irgendwie so immer in so einer Art abwehrende Haltung, auch jetzt, wo Verity so nach oben guckt und meint dann, ich glaube auch, so nicht hauen. Ich würde ihre Hände in meine beide Hände nehmen und sagen, alles gut, an was kannst du dich erinnern? Also, wo soll ich anfangen? Wie bist du gestorben? Macht halt so einen Gesichtsausdruck, wo man echt sieht, dass sie schwer überlegen muss. Also ich heiße Sarah Burrows. Und ich bin nicht, oder ich war zumindest nicht tot. Ich war eine Magd in einem Haushalt. Und dieses Wort war, kommt dir nur ganz schwer über die Lippen. In welchem Haushalt? Von Lady Butthurst. O.T. Lady Butthurst? Butthurst. Oh, okay. Ich schreib's mal. Ich war verlobt. Ich wollte heiraten. Und hab den Abend mit meinem Verlobten verbracht. Wie heißt denn dein Verlobter? Und dann gibt es so ein Lächeln aufs Gesicht und sagt, James. Wenn ihr tippt, bitte irgendwie muten, weil das wird man zum Beispiel laut. Ja. James Conroy. Wir sind spazieren gegangen. An einer Straße lang und dann schaut sie irgendwie noch irgendwie wieder dieses, verzieht so die Augenbrauen und ich bin mir nicht sicher, was dann passiert ist. Ich bin aufgewacht und ich lag auf einer kalten, metallenen Tisch und hatte keine Kleidung mehr an. Und schaut so an sich herunter und man merkt so, dass sie das peinlich ist, das auszusprechen. Ich habe herumgesehen und da lagen überall so scharfe Instrumente und Teile von Körpern. Überall. Und so medizinisches mich Zeug. Mich schüttelt's dezent. Ganz bisschen. Das klingt nach einer Obduktion. Ich weiß nicht, ich bin aufgestanden, habe auf einem Stapel mein Kleid gefunden, habe mich schnell angezogen und dann habe ich Fußstapfen gehört von einer Treppe. Und ich habe Panik bekommen. Und dann habe ich dieses kleine Fenster gesehen, oben in der Wand. Ich habe einen Stuhl genommen, habe es zerschmissen und bin hochgeklettert und durch das Fenster entflohen. Und ich denke, ich habe mir dabei meinen Knöchel gebrochen. Ich habe es nicht bemerkt, bis es irgendwie merkwürdig wurde beim Laufen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich keine Schmerz fühle. Und in einem Schaufenster habe ich mich dann gesehen, wie ich jetzt bin. Schaut so auf den Boden. Ich würde mal, während ich über das Gesagte nachdenke, gucken, ob ich irgendwas in meiner Tasche oder sonst wo im Haus finde, um ihr den Knöchel zu schienen, weil man kann eher das Laufen ein bisschen angenehmer machen. Ja.
denke, ein bisschen was würdest du auf jeden Fall finden. Und wie lange warst du jetzt so unterwegs? Ich bin etwas umhergewandert. Ich wusste nicht, wohin. Nach Hause kann ich so ja nicht. Und dann, ich bin zurückgegangen zum Bathurst-Anwesen. Und da hat mir auch jemand aufgemacht, den ich kannte, ein Diener. Ich habe diesem Mann fast einen Herzanfall verpasst. Er hat sofort nach Hilfe gerufen. Und dann... Das muss schrecklich sein. Hat er sich erst eingekriegt und hat mich gefragt, was passiert ist, so wie ihr auch. Ich weiß es ja nicht. Und er hat mir erzählt, dass Lady Butters heiraten wird. Hat er dir gesagt, wen sie heiratet? Jetzt... Lass mich raten, James. Ja. Genau. Seltsame Zufälle, das alles. Das ist eine ziemlich miese Nummer. Muss ich ein bisschen mit einem da am Bauern erhoben. Ich weiß nicht, wie lange ich weg war. Ich glaube, das könnten so 2-3 Wochen sein. Weißt du denn, was für ein Datum es war? Wie gesagt, ich weiß nicht. Vielleicht 2-3 Wochen war ich weg. Darf ich versuchen, einen Wurf auf oder einen Flip auf Doktor zu machen, um die Todeszeitpunkt grob festzustellen? Mhm. Ja, kannst du machen. Würde ich gegen, gerne versuchen. Gegen die 6 reicht mir das. Gegen die 6. Mhm. Dann, warte, ich muss eine Karte flippen, nicht? Mhm. Straight Flip. Ja, läuft. Läuft. Ja, der Todeszeitpunkt ist schwer auszumachen, einfach weil sie halt eine Untote ist und die halt ja irgendwie konserviert werden ab einem gewissen Zeitpunkt. So viel Wissen um Untote hast du vielleicht. Und wahrscheinlich ist, also es ist das, was sie sagt, klingt schon ziemlich wahrscheinlich in deinen Augen. So. Weißt halt auch nicht genau, woran sie gestorben ist. Aber wenn du sie ein bisschen untersuchst jetzt mit diesem Doktor Flip, kannst du auch sehen, dass sie eine Wunde auf dem Hinterkopf hat. Ja. Hm. Blunt Force Trauma. Die roten Flecken auf ihrem Kleid, ich nehme an, dass die Blut sind. Lass ich das herausfinden? Also definitiv. Kann man das sehen? Ja. Aber außer der Wunde am Kopf sieht man erstmal so nichts. Nicht irgendwie noch Einstichwunden oder sowas. Nein. Okay. Aber das ist halt die Frage, ist dieses Blut auch vorne auf ihrem Kleid? Ja, auch vorne. Vorne und hinten. Ja. Ja. Dann wäre eventuell die Frage, ob das nicht noch Blut von irgendwem anderen sein kann. Möglich. Du sagst ja, sie trägt so ein Kleid, ne? Mhm. Oder? Ja. Sie ist ziemlich zerschlissen, also wahrscheinlich ist sie irgendwo halt über Zäune geklettert oder so. Also es ist halt so ein typisches viktorianisches, ausladendes Kleid. Schon eher so ein edleres Design. Also nicht ganz edel, wie das die High Society tragen würde, aber schon ein sehr anständiges und für die Zeit halt übliches Kleid. Was halt nur total zerschlissen ist. Halt. Mhm. Weil sie ja sagte, sie ist in einem Raum aufgewacht, wo auch Körperteile und so rumlagen. Ja. Wenn man sie sich jetzt genau ansieht, scheint da irgendwas fehl am Platz, sieht man auch irgendwelche anderen Wunden oder so, vielleicht an Arm, Schulter, Beine oder sowas, was man sehen kann. Also bis auf die Wunde am Hinterkopf könnt ihr bei ihnen keine Wunde mehr entdecken. Also und den gebrochenen Knöchel halt. Vielleicht noch ein paar Schürf- und Reißwunden. Vielleicht ist sie irgendwo mal durch ein Gebüsch oder Dornengebüsch gelaufen oder so. Aber sonst ist da nicht, also nichts Schwerwiegendes. Mhm. Ich habe
irgendwo auf der Straße gehört, dass es ein gelbes Haus gibt, wo man hingehen kann und einem geholfen wird. Ist das hier? Da bist du bei uns richtig. Gibt es denn außer... Ich schaue Verity so an, sage nichts, aber ich schaue sie doch ein wenig fragend an. Gut zu wissen. Ich spreche jetzt erstmal von mir. Was ja. Nein aus. Also ihr könnt euch ja dann immer noch entschließen, ob ihr dabei seid oder nicht. Gibt es denn außer James noch jemand, der dich vermissen würde? Deine Eltern oder so? Meine Eltern sind tot. Ich hab nur James. Ich denke, wir sollten uns mal mit James unterhalten. Russell guckt dich so an. Er darf aber nicht wissen, wie ich jetzt bin. Ich weiß ja nicht mal, was mit mir passiert ist. Ich würde sagen, Lady Bathurst fehlt vielleicht eine Magd. Und man kann ja mal arbeiten gehen für sein Geld. Alle gucken auf so eine ganz, ganz unsubtile Weise Josephine an. So. Du suchst doch einen Job, oder? Ich glaube nicht, dass ich eine gute Magd mache. Sage ich und tuppe mir so mit einem Tuch die Stirn ab. Du wahrscheinlich noch eher als ich. Und ich schmier auch so mal meine Haare nochmal nach hinten. Ich meine, ich würde es ja machen, aber... Das ist kein Problem. Ich würde das schon auch machen. Gerade wenn eine Hochzeit ansteht, könnte ja sein, dass sie noch mehr Personal dafür sucht. Vielleicht auch ein Koch? Die Hochzeit ist übermorgen. Na, hast du Fulltime-Job, wenn ich gerade habe. Umso dringender wird sie da Unterstützung brauchen. Umso dringender. Ich glaube, sie hat Personal. Aber fragen könnte man. Mit einem guten Arbeitszeugnis kann man ja immer mal vorstellig werden. Und ein gutes Arbeitszeugnis zu besorgen, wird ja wohl nicht das Problem sein. Russell schaut so zwischen euch allen hinterher so. Was ist los mit euch? Außerdem hat mein Vater immer gesagt, Initiativbewerbungen sind das einzig Wahre. Man muss den Leuten einfach nur zeigen, dass sie einen wollen. Dann nehmen sie einen auch. Aber nichtsdestotrotz, das kommt mir sehr, sehr spanisch vor. Insbesondere die Tatsache, dass man dir eins übergezogen hat und deinem Verlobten offenbar nicht. Und dass wir drei Wochen später eine Hochzeit feiern, die nicht deine ist, kommt mir sehr spanisch vor. Ich weiß ja nicht, ob man mich auf der Straße angegriffen hat. Das ist nur das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Kannst du uns vielleicht zu der Straße hinführen, wo das Ganze passiert ist? Weißt du das noch, wo das war? Ja, sicher. Ich weiß noch, wo das alles ist. Ich weiß auch, wo das Haus ist, wo ich aufgewacht bin. Das ist auch eine sehr interessante Ecke. Da sollten wir uns wahrscheinlich am besten mal umsehen. Vielleicht können wir dann besorgen wir dir was Neues zum Anziehen. Am besten etwas, was auch das Gesicht ein wenig verdeckt. Ich meine, du könntest Trauer tragen. So ein Schleier. Habe ich auch gerade gedacht. Ein Witwenschleier ist was sehr Schönes. Es gibt ja immerhin einen Tod zu betrauern, muss man ja sagen. Wenig ungewöhnlich, seinen eigenen Tod zu betrauern, aber... Russell rollt auch so die Augen mal sehen. Na. Einfach so ein bisschen so ein doofes Grinsen, so, sorry, ich weiß, doofer Vorschlag, aber irgendwie passt's ja. Na, schon recht. Ein hervorragender Vorschlag, würde ich meinen. Ja. Haben wir denn einen Schleier da? Hat eine von euch werten Damen so etwas, denn ich besitze nichts dergleichen. An einem Rock, der mit spitze Lagen hat, kann man auch eine Lage rausreißen und die zu einem Schleier drapieren.
Da kann ich auf jeden Fall auch etwas. Ich hätte tatsächlich auch keinen Tüll oder Spitzenrock gehabt. Ach nein. Ja, das ist mehr so unsere Expertise in der Tat. Ich weiß, das ist nicht direkt offensichtlich, wenn man mich sieht, aber naja. Was soll ich sagen? Gut. Essen wir noch kurz auf und dann legen wir los. Danke. Ich weiß nicht, ich kenne mich jetzt nicht so aus. Kann man dir auch noch irgendwas anbieten? Oder ich stehe so ein bisschen unbeholfen vor ihr. So, Ich weiß nicht. Ich habe, seit ich aufgewacht bin, nichts mehr gegessen. Naja, verhungern wird sie nun nicht. Unwahrscheinlich, ja. Merkt man eigentlich, also wurde sie so einbalsamiert oder sowas? Weiß man da? Also riecht man das? Ich wollte gerade sagen, nee. Riecht man irgendwas Faules oder? Nee, also was man an ihr riechen kann, ist irgendwie so ein Gossengeruch halt so. Ab Wasser. Okay. Chanel Nummer 5. Ja. Entschuldigung. Kölnisch Wasser. Okay. Also sie riecht nicht besonders gut. Also so ein Einbalsamierungsgeruch oder so kann man an ihr nicht wahrnehmen, nein. Josephine, hast du irgendwas, womit man das ein bisschen übertünchen könnte, oder? Ich bin nur sicher, dass ich etwas bei mir finde, in der Tat. Und wenn ich kurz ein paar wohlriechende Kräuter zusammenmixe. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll, mit wie man tot und nicht tot sein kann. Da sind wir genauso überfragt, wie du auch. Aber wer macht denn sowas? Vielleicht wurde das nicht gemacht, sondern vielleicht bist du einfach besonders. Ich will aber nicht besonders sein. Weiß man denn Bescheid? Also wissen wir auch Bescheid, dass es sowas gibt? Dass es Untote gibt, wisst ihr Bescheid, ja. Das ist auch eine der Sachen, gegen die die Gilde halt die Leute schützt. Also Nekromanten werden auch, die gibt es und die werden auch sehr stark gejagt. Genau wie die Arkanisten auch. Da könnte man definitiv auf jeden Fall nochmal in diesen Keller reingucken. Nicht, dass sie hier irgendwie, dass da Schindluder getrieben wurde. Also es gibt sowohl Nekromantie wie auch soll es halt Magieanwender geben, die halt aus verschiedenen Leichenteilen halt neue so Fleischkonstrukte zusammensetzen, so wie Frankenstein quasi. Und ein paar von denen arbeiten auch mit Lizenz bei der Gilde, beziehungsweise bei der Miners und Steamfitters Unit als Minen, aber also Zombies in den Minen. Ne? Die machen halt die Drecksarbeit in den Schächten, um die Soulstones da rauszuholen. Wo die Menschen halt nicht hinkommen, wo es irgendwie toxisch ist oder so, da schicken sie Zombies rein. Oder Konstrukte. Ah, okay. Alles klar. Dann. Aber es ist halt höchst verboten und es gibt halt auch, Verity wird das vielleicht auch am besten wissen, genauso wie es eine Spezialabteilung gibt, die gegen Zauberer vorgeht, gibt es bei der Gilde auch eine Spezialabteilung, die gegen Untote vorgeht, die Death Marshals. Da hatte der nette Balthasar Buchs ja auch von gesprochen, den ihr getroffen hattet, von den Death Marshals, da war der so begeistert von. Okay. Das war einer von den Verschwundenen, richtig? Das ist ein ehemaliger Gildenoffizier, den die andere Gruppe getroffen hat. Ah, okay. Der hatte einen leichten, feuchte Aussprache. Und viel Spaß mit den zwei Damen, ja. Okay, also würde ich sagen, wollten wir kurz essen und uns dann fertig machen.
Verity und ich basteln aus ein bisschen Tüll, einem Hütchen und einer Menge Kreativität ein Outfit für Sarah. Mhm. Ich schaue, dass ich ein bisschen was Wohlriechendes zusammenbraue, indem ich sie so ein bisschen einsprühe, damit sie nicht nach Tod und Verderben riecht. Mhm. Würden Krücken helfen? Vielleicht. Also sie spürt ja keinen Schmerz. Also das ist. Mhm. Sie hat halt gehinkt, weil der Fuß halt so ein bisschen die Seite abschlägt. Okay. Ja. Den haben wir ja ein bisschen stabilisiert, aber vielleicht wenn wir ihr noch so eine Gehhilfe für die Seite in irgendeiner Form. Das macht es vielleicht auch ein bisschen subtiler. Ne? Wir sollen mal das grabengebeugte Mütterchen spielen und nachdem Josephine und ich ja eh in Schwarz rumlaufen, können wir ja dann die Töchter oder die Schwestern, Tanten, was auch immer sein, die da das trauernde Mütterchen auf der Straße begleiten. Das finde ich sehr gut. Ich suche mir ein Stück Holz und versuche daraus, so gut es geht, eine Krücke herzustellen. Ja, wenn ihr alle da immer so am Machen und Tun seid, erstmal noch weiter aufessen, dann würde ich mich auf einen Stuhl setzen, mir nochmal was zu trinken einschütten, das auch gut schon irgendwas leer trinken, dann sagen, ey, ich fasse mal so den Stirn, warum mache ich das jetzt nochmal? Weil du ein herzensguter Mensch bist. Ich gucke schon in deine Richtung. Ah. Na dann. Dann sagst du, wir sind schick zusammen und trinken das dann. Habe ich das zufällig nicht das. Gehört? Diese Frage? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Möchtest du wahrscheinlich haben? Wenn du weiterhin hier wohnen bleiben möchtest, dann wäre das schon Motivation, hier mitzumachen. Natürlich. Und ich stehe so ungefähr auf, also so ganz langsam auf und rück so langsam meine Sachen weg und gut. Was die Vermieterin sagt, gilt. Ja. Mach! Und ich hole so langsam meine Sachen halt zusammen. Und er grummelt so ein bisschen was in seinen nicht vorhandenen langen Bart. Wie ist denn das mit Waffen offen tragen? Das haben wir ja irgendwie bisher noch nicht so wirklich beachtet. Kommt halt drauf an, was für Waffen. Also es gibt halt bestimmte Bereiche, wo du dann natürlich gefragt wirst, was du mit dem Waffe anstellen willst. Ne? Es gibt ja geschützte so Zollstationen quasi ja auch zwischen den einzelnen Bereichen der Stadt. Aber eigentlich sieht man auch relativ häufig Leute mit Waffen auf der Straße. Also zumindest mit so Hämmern oder also so Stich- oder Hiebwaffen, die sind relativ verbreitet. Auch, dass man Leute sieht, die halt Revolver in einem Gurt irgendwie tragen, so typischen Cowboys, die ja irgendwie durch die Straßen laufen, die sieht man halt auch. Gut, dann nehme ich meine Tasche mit, wenn wir losgehen. Ich nehme meinen Rucksack mit. Ja. Mit Thermi und dem Armor. Mhm. Ja, Russell packt auch so alles Mögliche ein, hat ja auch seine Knarre, die nimmt er auf jeden Fall auch mit und das Messer halt sowieso, hat er ja eine Scheide so an der Seite. Na gut. Ich laufe eher leicht bepackt rum und verstecke die meisten meiner Sachen irgendwo in den Falten meines Kleides oder so. Mhm. Aber ich habe ja auch hauptsächlich nur so kleine Messer. Das heißt, das lässt sich ganz gut verdecken. Mhm. Und wo sollte euch jetzt dann der Weg hinführen? Ihr wollt zu dem Anwesen der Butthursts, ja? Ich glaube, wir wollten zuerst zum Ort des Geschehens, also da, wo sie sich das letzte Mal erinnern kann, wo sie entlang gegangen ist. Ja, genau, zu der Straße, wo sie mit James lang gelaufen ist, ja. Ja, genau. Okay. Ja, die Straße ist gar nicht so weit weg von eurer Wohnung. Allerdings auch nicht in
in eurem Bereich, wo ihr habt ja gesagt, ihr seid in den Central Slums, da irgendwo in der Ecke zwischen der Industrial Zone und den Central Slums. Die Straße, wo sie das letzte Mal sich halt erinnern kann, lang spaziert zu sein, ist am Fluss in der Southern New Construction Zone. Und ja, da ist halt so eine schöne kleine Gasse, die halt am Fluss lang führt, so, wo es halt auch ganz schön ist. Und ich stelle mir es ein bisschen vor, wie wenn man an der Seine in Paris halt irgendwie so an dem Fluss halt oder am Rhein halt irgendwie schön lang läuft. So eine Flaniermeile, mehr oder weniger. Allerdings jetzt um diese Uhrzeit ist da nichts los. Das, was 100 Jahre später eine schicke Altstadt wäre. Genau. Alles klar. Wir versuchen natürlich, genau den Weg nachzugehen, den sie mit ihrem Liebsten da auch lang gegangen ist. Mhm. Zu welcher Zeit wart ihr zwei denn hier unterwegs? Sehr spät abends oder früher Abend? Oder? War schon sehr spät abends. Waren keine Leute mehr auf der Straße. Mhm. Glaube ich. Das ist alles so verschwommen. Das passiert, wenn man einen Schlag auf den Hinterkopf kriegt. Ich kann mir vorstellen, dass Tod auch nicht besonders gut für das Erinnerungsvermögen ist. Okay. Kannst du dich noch an was erinnern bezüglich von James? Hat er sich irgendwie komisch verhalten oder so? Nein, James ist der beste Mann der Welt. Wir wollten ein Unternehmen aufbauen, musst du wissen. James ist Erfinder. Ein Unternehmen? Was erfindet er denn? Er hat eine Maschine erfunden, die Schuhe putzt. Er guckt so an sich runter. Keine schlechte Idee. Und wo hat er das Geld dafür hergehabt, diese Firma zu gründen? Er hat zuerst aus Schrott die erste Maschine bauen wollen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Mhm. Und dann haben wir Lady Bathurst von der Idee erzählt mit der Maschine und sie hat uns die ersten 5 Maschinen finanziert und das hat alles wunderbar funktioniert und wir hätten ein Geschäft damit aufbauen wollen nach unserer Hochzeit. Ah, natürlich, natürlich. Das ist aber sehr großzügig von der Frau Bathurst gewesen. Ja, sie ist eine tolle Frau, aber weiß nicht, warum James sie jetzt heiraten will und mich vergessen hat. Ist ein bisschen flott, so 3 Wochen. Vielleicht ist sie nicht so eine tolle Frau, wie du glaubst. Wahrscheinlich eher nicht. Wir werden sie noch kennenlernen. Und schauen wir mal. Oh ja. Ich würde dann ganz gerne wissen, wo so quasi der letzte Ort dort ist, wo sie sich dran erinnern kann. Ob sie irgendwie genauer sagen kann, dass sie vielleicht irgendwo eine Pause gemacht haben oder sowas. Ja, sie wird halt noch irgendwie so eine kleines Mäuerchen irgendwie euch zeigen, wo sie irgendwie gesessen haben und anscheinend irgendwie einen Wein getrunken haben oder so. Und dann ein paar Meter weiter wäre dann so ihr Blackout. So, ich kann mich noch an diese Laterne dort erinnern. Sie hat einen Wein getrunken. Die flackert an dem Abend, die Laterne. Jetzt ist sie ganz an. Ist da noch irgendwas, wo man quasi einen Hinterhalt legen kann? Also irgendwas, wo jemand in Deckung gehen kann? Weil wenn sie einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt hat, muss ja, was auch immer das war, von hinten gekommen sein. Ja, es gibt relativ viele Möglichkeiten, sich hier zu verstecken. Es ist halt so eine, es sind halt überall so kleine Mäuerchen, die so ein bisschen auch den Fluss abdämmen. Man könnte sich halt auch, weil es zum Fluss so ein bisschen runtergeht, halt auch da verstecken und dann irgendwie nach oben klettern und dann Leute angreifen. Dass, wenn man da Arklist hätte, wäre das ohne Probleme möglich, hier sich in variablen Ecken. Es gibt auch immer wieder Bäume, hinter denen man sich verstecken kann, große, ausladende Bäume.
oder Büsche. Ja. Wie war das Wetter die letzten Tage über? Wenn es Blutspuren gäbe, wären sie weggeschwemmt worden von Regen, oder? Ja, es war relativ regnerisch die letzten Tage. Wäre auch zu einfach gewesen. Aber ich werde trotzdem mal gucken, ob es vielleicht irgendwo Blutspuren oder sowas gibt. Ja. Dann untersuch mal die Umgebung. Was mit Notice, richtig? Ja, oder Track gibt's glaube ich auch. Moment, guck gerade nochmal nach. Also mir wäre Notice ja lieber. Ja, das ist, kann ich mir denken, dass das eben lieber wäre. Ich guck gerade nochmal nach, warte. Skills. Es gibt halt noch Wilderness, aber ist eigentlich auch noch was anderes. Fire Track ist eher Following a Target through Environment. Ja. Wo haben wir denn Notice? Ach, da drüber. Spotting things that are out of place or hidden. Ja, dann macht man Notice. Dann mach ich mal Notice. Lass ich mich drauf ein. 5 of Crows also, und ich habe auch. Vielleicht, also ich muss ja eine Target Number noch festlegen. Ich würde mal sagen 10. Ja, da habe ich gerade so erreicht. Reicht das? Also wenn Target Nummer 10 ist und ich 10 erreiche, dann habe ich das, weil ich habe Notice nämlich auf 5. Ja, perfekt. Dann findest du tatsächlich irgendwie Spuren, die eine ganze Ecke weiter die Straße lang sind. Also nicht direkt hier an diesem Platz, sondern irgendwie die ganze Ecke weiter. Da wird der Boden etwas lehmiger gegen den Fluss gegenüber. Die Straße hört auch so langsam auf. Okay. Und biegt dann auch irgendwie ein, so in Richtung so einer Amüsiermeile. Und da geht halt so ein Kanal, unter der Straße lang führt, der in den Fluss mündet. So ein dickes Kanalrohr kommt da raus. Und unter dem Kanalrohr ist halt so ein lehmiger Boden. Und da kann man schon sehen, dass da wohl in letzter Zeit irgendwie ziemlich viele Leute, also entweder eine Person gestanden hat und was da aber auch. Also das könnte ja sein, dass da Leute stehen, vielleicht am Kanalrohr arbeiten oder so. Aber da liegen auch ziemlich viele Zigarettenstummel herum. Könnte auch von Arbeitern sein oder so, aber das ist halt auffällig. Sarah? Ja? Wie war das denn genau? Also ihr habt euch an diese Lady gewandt oder hat dein James sich an sie gewandt und verlangt oder wie war das? Ich habe das natürlich mit James abgesprochen, ob wir sie fragen oder nicht. Der war so, zuerst war er nicht so begeistert, jemand anderen zu fragen wegen Geld. Aber ich habe ihn überzeugt, dass sie eine gute Frau ist. Sie hat Geld. Und als wir ihr von der Idee erzählt haben, dann war sie sofort Feuer und Flamme. Er hat aber nichts Schriftliches gehabt, irgendwie einen Vertrag oder irgendwas. Doch. Was. Natürlich haben wir einen Vertrag aufgesetzt. Lief alles ganz, ganz legal ab. Hm. Da stand auch nichts im Kleingedruckten drin, irgendwie. Was komisch. Kleingedrucktes? Kleingeschriebenes. Nein, das war irgendwas? Alles gleich groß geschrieben. Also ich würde gerade tatsächlich die Aufmerksamkeit mehr so auf diesen Punkt hier lenken, weil es sieht so aus, als wäre hier vor einiger Zeit einiges los gewesen. Und wenn man da hinten sieht, ist ein scheinbar Eingang zu einem Abwassersystem oder sowas in der Art. Das würde zu dem eher müffeligen Geruch passen. Sarah, kannst du ungefähr sagen, in welche Richtung der Raum liegt, in dem du aufgewacht bist von hier aus? Oh, der ist nicht in diesem Viertel. Oh, okay. Den müssen wir zurück. Weißt du, in welchem Viertel der ist? Der ist wieder in den Slums. Führt da zufällig auch der Fluss vorbei an den Slums? Ja. Windet sich ja so durch die Stadt. Ja, ja. Transportweg ist damit wohl klar.
Kannst du dich irgendwie an Wasser erinnern oder an ein Schaukeln oder irgendwie? Nein, ich bin nur Versuch auf mal in diesem dich Tisch. reinzuhören, mach mal die Augen zu. Vielleicht fällt dir Weiß was an. nicht. Ich weiß es doch nicht. Ist okay, ist okay. War nur eine Frage. Schon so lange nachgedacht, was passiert ist, ich weiß es nicht. Kann man in diese Kanalisation oder was auch immer reingehen? Also ist das groß genug, dass man da reinklettern könnte oder so? Ja, wäre groß genug, um da reinzuklettern. Ich glaube, ich würde da mal reingehen und gucken, ob da irgendetwas dafür spricht, dass vielleicht Leute dort drinnen transportiert wurden, irgendwo hin. Ja, also du siehst, dass das, dass dieses Rohr halt abgedichtet ist vorne mit so einem Gitter, dass man halt da nicht einfach so reinlaufen kann. Was du dabei okay. dann auch feststellst, ziemlich schnell, ist, dass die Schrauben halt öfters mal gelöst werden oder so. Also, dass die ziemlich einfach aufzumachen sind. Aufzudrehen sind. Mhm. Also das ist doch alles sehr verdächtig. Ja. Ich würde dann auch mal unseren, also wenn ich es nicht mit der Hand machen kann, würde ich mal Abe fragen, ob er da eventuell die Schrauben lockern kann. Na klar. Ja. Geh mal kurz beiseite. Ist das eng hier? Okay. Tiefer gehe ich aber nicht rein, sonst komme ich nie wieder raus. Ja, gerade für Ape wird es wahrscheinlich ein bisschen eng sein, ja. Es wäre sehr interessant zu wissen, wo genau das hier hinführt. Das ist offensichtlich genutzt worden und es ist ziemlich nah am potenziellen Tatort, um es mal so zu nennen. Gibt es hier Blutspuren? Kannst ja mal Notice würfeln, also flippen, quasi gegen die 10. Okay. Ob du etwas findest. Da bin ich ja sehr schlecht dran. Wie war das? Wenn man keinen Wert hat, dann ist einfach nur der. Nur die Karte plus die Assoziierte. Okay. Was ist das Assoziierte dafür? Das assoziierte Talent dafür Cunning. Für das Cunning, genau. Ich glaube, ich versuche das lieber gar nicht. Ich will keine guten Karten vom Paraten. Das lohnt sich nicht wirklich mit der minus 1. Ansonsten versuche ich es nochmal. Ja. Flip. Oh, das sieht ja. gut aus, ja. Ja. Es waren insgesamt 16. Dr. McMorning zeigt dir, dass es hier tatsächlich eine Blutspur gibt, die allerdings schon, ja, relativ alt ist und dann irgendwann auch an der Wand, also es ist irgendwie, jemand hat das an der Wand halt eben irgendwas Blutiges ja. geschrappt, aber das hört dann nach ein paar Metern auch auf. Sieht man von hier aus schon, dass es irgendwie eventuell Verwinkel, also beziehungsweise dass es Abzweigungen gibt, oder sieht das momentan noch sehr geradlinig aus? Hier sieht es noch geradlinig aus, aber du weißt, dass die Kanalisation von ja, Manifold ja, sehr, sehr alles verwinkelt und auch ja, das, man munkelt von Krokodilen und anderen Monstern und Gremlins, die sich da unten herumtreiben. Oh nein. Ja. Okay, dieses Labyrinth müssen wir nicht unbedingt navigieren, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass jemand hier durchtransportiert wurde. Jemand, der geblutet hat. Puh, wo sind wir hier nur reingeraten, sage ich und ziehe noch einmal mein Tüchlein hervor. Ja, es stinkt da auch ziemlich. Ja, also kann ich mir vorstellen. Ja, willkommen in dem schönen Malifaux. Denkst du, wir finden hier noch mehr raus? Oder nicht, ist es nicht besser, weiterzugehen? Ich würde ungern haben, dass jemand alleine in die Kanalisation geht. Bei ja. Ich muss das auch nicht haben. Vielleicht wäre es sinnvoll, den Ort zu suchen, wo sie
wo Sarah aufgewacht ist. Vielleicht zufälligerweise gibt es dort einen sehr großen Einstieg in die Kanalisation. Oder vielleicht liegt sie sehr nah am Wasser. Das könnte ja. Oder vielleicht liegt sie sehr nah am Wasser. Sarah, habt ihr an dem Abend Boote auf dem Fluss gesehen? Nein, nicht, dass ich mich erinnern kann. Okay. Wird der Fluss generell viel befahren? Gelegentlich, aber ist jetzt nicht so wie am Rhein irgendwie, dass da jetzt ständig Schiffe durchfahren. Okay. Gibt hier wahrscheinlich noch nicht so viele Werften und sowas. Genau, also es gibt Werften, aber ja. So stark nutzt man den Fluss eigentlich noch nicht. Okay. Alles klar. Dann, ich denke, es ist eine gute Idee, dass wir uns mal diesen Ort anschauen, wo Sarah aufgewacht ist. Ich meine, im einfachsten Fall finden wir einen Nekromanten, dem wir mal die Leviten lesen. Ja, das ist eine ganz tolle Idee. Junge Frauen niederschlagen und wieder aufwecken. Das kann dabei schon schief gehen. Einer der wenigen Themen, wo ich tatsächlich mit der Gilde übereinstimme. Sie sind nicht nur böse. Das behaupte ich nicht, aber... Und kennt sich eigentlich jemand von euch mit Bürokratie aus? Ja. Bureaucracy, ja. Hab ich. Könnt ihr mal einen Flip drauf wagen? Gegen die 8. Flip. In die Mitte ziehen, genau, und rüberziehen. Das sollte reichen. ja, ich habe einen Bonus. Auf was für ein Aspekt geht das? Also. Bureaucracy? Ja. Muss ich jetzt gerade gucken. Ich ach, würde ich schätzen auf intelligent. Ja. Ich habe mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass ich... Ah, doch, auch auf Kanne. Okay. Ja. Kanne. Bureaucracy. Ja, dann das wird aufstehen, aber dann habe ich da, ja, 10. Halt, einer Bonus hatte ich. Das reicht locker. Dann sagt dir das auf jeden Fall die Familie Bothurst, die sagt dir dann auf jeden Fall was. Die sind wohl eine relativ bekannte Familie, die lose Verbindungen auch zur Gilde besitzt. Moment. Sarah, wie war nochmal der Name der Lady Bothurst? Bothurst, ja. Warte, das er macht so ein paar Gesten, das, ach ja, die, die hatten Verbindungen zur Gilde auch, ja. Sind ein bisschen bekannter aus, oder? Hab mir mal ein Kunde im Restaurant natürlich was erzählt. Ja, die sollen wohl irgendwelche, bürokratischen, so Verwaltungsarbeit für die Gilde erledigen. Also die Familie ist dafür bekannt. Deswegen sind die zu Reichtum gekommen und deswegen etwas bekannter. Zahlenschubser für die Gilde, juhu. Also Geschäftsmänner und also eine Geschäftsfamilie. Genau. Genauso wie ich fand das ehrenwerte Geschäftsmänner. Mhm. Ja. Natürlich. Für die Gilde. Aber auf jeden Fall, die sind schon bekannt. ja, genau. Aber man kennt die schon. Tatsächlich gar nicht mal so unbekannt, eigentlich, aber naja. Also haben die auf jeden Fall sehr viel Interesse daran, dass da nicht groß ihr Name damit nicht in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, wenn das herauskommen würde, wäre nicht so gut für die Familie. Ah. Nee, ganz und gar nicht. Ich glaube, es wird für keinen gut sein, aber. Gut. Wie gesagt, ich denke, wir machen uns
zurück auf den Weg in die Slums. Mhm. Genau, lass uns mal schauen, was dieses mysteriöse Zimmer hergibt. Genau, das Haus, aus dem Sarah geflohen ist. Sarah erzählt euch noch, dass es irgendwie dass sie noch den Garten in Erinnerung hat, durch den sie durchgelaufen ist, dass der relativ groß war und mit Dornenhecken und so umrandet war. Und ihr seid gar nicht so weit weggelaufen, also gar nicht, ihr seid kurz über die Grenze der Viertel passiert. Und vielleicht seid ihr 1,5 oder 2 Meilen vom Fluss weg. Da ist tatsächlich dann das Haus zu finden. Beziehungsweise zuerst nehmt ihr den Garten wahr, weil dieser Garten halt sehr ausladend ist. Das Haus ist, sieht so ein bisschen aus wie so ein Spukhaus, könnte man sich das vorstellen. Eine Fassade, die so ein bisschen abgeschabten Look hat, so ein bisschen verbraucht aussieht und relativ langweilig aussieht auch vom Aussehen her, von der Architektur her. Und hat nur ein Geschoss und man sieht so ein paar Stufen, die halt auf so eine Veranda führen, die dann zu der Frontdoor halt zur Eingangstür führt. Und es gibt sehr, sehr kleine Fenster, die ein bisschen überhalb des Straßenlevels sind. Also man kann nicht einfach so von der Straße in die Fenster reingucken. Einfach weil es so ein bisschen halt hochgesetzt ist, das ganze Haus. Und man sieht aber auch ganz kleine Fenster, die halt dann auf Straßenniveau wieder sind. Also ganz so kleine, wo gerade so eine ganz schlanke Person durchpassen würde. Also passt von der Beschreibung her also auf jeden Fall auf das, was Sarah euch erzählt hat, wo sie sich halt durchgequetscht hat, um zu entkommen. Und, ist immer noch ein kaputtes Fenster? Nee, in der Tat ist keins von den Fenstern kaputt. Du läufst einmal drum rum und ein Fenster ist mit Planken. Genau, mit Planken verkleidet. Ja, doch. Ja. Einmal überlesen, eben kurz. Was stellen wir uns vor? Klopfen wir oder schauen wir uns das mal einfach diskret an? Ja, was der Schöne sich erstmal so ein bisschen Kopf. Kischiacher kann das doch jetzt nicht sein. Lass uns das aber erstmal angucken. Ich habe keinen Bock, am Gruselhaus weg anzuschauen. Ist ja auch mitten in der Nacht, ne? Also. Ja. Ich glaube auch nicht, dass die uns einfach reinbeten werden, wenn wir anklopfen. Wahrscheinlich nicht. Das sieht nicht wie ein Hospital aus oder eine normale Totenhalle oder sowas. Nein. Man sieht allerdings auch Licht in den großen, also in den größeren Fenstern, die halt ein bisschen weiter oben angebracht sind. Falls wir uns doch überlegen sollten, da vielleicht auch morgen erst anzuklopfen, wäre das ja vielleicht ein Job für Abe, so als Bauarbeiter. Oh, mir ist aufgefallen, bei Ihnen ist ein Fenster kaputt. Ich könnte Ihnen da meine Dienste anbieten, das wieder zu reparieren. Könnte das auch mitten in der Nacht machen. Ich bin ein Handwerker auf der Walz. Ich habe zufällig. Übrigens, ich würde gern bei Ihnen schlafen, wenn das okay ist. Dafür repariere ich auch das Fenster. Wie hoch genau sind die Fenster? Also angenommen, ich würde mich so auf die Schulter von Abe stellen. Kann ich reingucken? Ja, dann auf jeden Fall. Abe ist ja so groß. Also, da kommst du auf jeden Fall ran. Dann musst du dich nicht draufstellen, dann kannst du dich auch drauf setzen. Oder? Nur, dann kann ich auch noch ein Stück hoch. Ist halt nicht wirklich hoch. Es ist halt nicht auf Straßenhöhe das Fenster, sondern es ist halt so ein halbes Stockwerk noch quasi extra unten dran. Das ist eine sehr gute Idee. Dann möchte ich ganz stealthy mich von ihm hochheben lassen, um einmal in das Fenster, was leuchtet, so reinzugucken. Ja. Mhm.
Ja, ich nehm sie so erstmal so wie so auf der Seite und hebe sie dann relativ locker auf meine Schulter drauf, dass sie da einfach sitzt. So nicht so rittlings, sondern so wie im Damensattel quasi auf der Schulter. Und gehe dann damit so einfach an das Fenster ran. So, und dann geht das? Ja, sieht gut aus. Schaust durch das Fenster durch und siehst in eine Wohnstube herein, die relativ altes Mobiliar hat, so, mit schwerem Holz, alte so Anrichten und Regale und Schränke und so eine Art auch schweren, dicken Wohnzimmertisch und bepolsterte Möbel. Und du siehst einen alten Mann mit einem buschigen Bart, wie er in einem so einem Ohrensessel sitzt, der mit so ausladende, sehr gemütlich aussehenden Ohrensessel. Der hat so einen kleinen so einen Schemel, wo er die Füße halt hochgelegt hat. Neben sich auf so einem kleinen Messingtischchen steht eine Weinflasche und er raucht Pfeife. Nur so, wir befinden uns immer noch in den Slums, richtig? Genau. Also das ist jetzt, die Slums heißt jetzt nicht, dass das jetzt wirklich ein Slum-Gebiet ist. Es ist halt nur ein nicht von der Gilde beschütztes Gebiet. Also da können auch alle möglichen Leute wohnen. Okay, also es ist nicht seltsam, dass jemand, der offensichtlich doch etwas betuchter ist, von dem Mobiliar zumindest... Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass eine betuchtere Familie da ist, aber... Okay. Also, das sieht... Reiguma krault Koalas, sehr schön. Ich dachte mir, es wäre immer praktisch. Ja. Also, aber auch nichts, was irgendwie besonders auffällig aussehen würde. Also, ich würde, wenn ich einfach so reingucken würde, eigentlich denken, dass er sich halt gerade einfach ein älterer Herr einen schönen Abend macht, quasi. Genau, der liest in einem relativ dick aussehenden Buch und raucht Pfeife und trinkt dazu anscheinend ein Gläschen Wein. Sehe ich, wie es in dem Haus eventuell weitergeht, also so Türen raus aus. Ja, es gibt eine Tür, die du sehen kannst, die wahrscheinlich irgendwie zur Fronttür irgendwie in so eine Flur wahrscheinlich geht. Und aber ansonsten kannst du jetzt durch das Fenster keine weitere Tür sehen. Okay. Dann stupse ich Abe mal an, dass er mich runterlässt. Also wirklich auffällig ist da drinnen nicht. Ich habe jetzt nur einen älteren Mann mit Bart gesehen, der gerade eine Pfeife raucht und ein Buch schmückert. Nichts Gruseliges oder besonders Auffälliges. Das Runterhebens geht so. Ich greife so und meine Hände sind so groß, berühren quasi vorne und hinten. Also, wollt ihr den Stunt vielleicht auf der Seite vom Gebäude nochmal wiederholen, wo dieses kaputte Fenster ist? Können wir gerne versuchen. Ein anderen Fenster nochmal probieren? Können wir auf jeden Fall machen, ja. Ja, ne. Ich habe sicherlich auch was damit dabei, womit ich Nägel rausziehen kann. Vielleicht könnten wir eine der Planken einfach mal ein bisschen... Ist ja gerade keiner da. Aber erstmal heben wir dich wieder ans Fenster. Der alte Mann ist da, ne? Ja, aber der ist ja nicht unten bei den Planken. Oder? Nee, der ist halt im Wohnzimmer. Und ich denke, Russell und ich werden aufpassen, dass auf der Straße da jetzt nicht eine unangenehme Überraschung kommt. Das finde ich eine sehr gute Idee. Machen wir. Also wenn du das so abschätzt, die Balken, die da angebracht sind, das, also du kannst sie entfernen, auf jeden Fall. Wirst auch wahrscheinlich auch Werkzeug dafür haben. Aber... leise wird das nicht funktionieren. Okay. Dann hebe ich sie erstmal wieder ans Fenster, liebe Josephine. Ja. Und ich gucke halt, wo auch immer das hinführt, rein. Ja, du schaust in eine Art Küche. Es ist kein Licht da drin, deswegen ist es ein bisschen schwierig zu sehen, was da genau für Möbel oder so drinstehen. Du siehst halt so eine Küchenzeile mehr oder weniger. Und du siehst so, dass er wohl so Teller irgendwie, Tellerstapel so in so ein Regal gestellt hat.
Also es sieht aus wie eine ganz normale Küche. Okay. Ja, dann sage ich das auch. Nichts Besonderes. Eine normale Küche. Was vielleicht direkt am Fenster, was dir vielleicht auffällt, was man besonders gut sehen konnte, ist halt, dass er so einen kleinen Kräuterbottich hat. Erkenne ich eventuell, was für Kräuter das sind? Könntest du ja mal gucken. Das sind, ein Test wäre das auf, was könnte man da, hast du sowas Pflanzenmäßiges? Auf jeden Fall, ne? Ich habe eigentlich nur Alchemie. Und Wilderness, wenn das hilft. Schau mal eben in die Liste, was mir da so entgegenspringt. Ja, Wilderness ist eher so ein Survival-Ding. Vielleicht sogar schon so ein Homesteading-Ding irgendwie. Ja. So ein Everyday Life Materials, ja. Oder mach einfach, wenn du Alchemie hast, mach einfach das auch mal. Okay, machen wir auf Alchemie. Gegen die 10. Okay. Sehr gut. Ich bin gut im Ziehen heute, aber bald ist nichts Gutes mehr übrig. Das ist das Problem. Ja, Also insgesamt wären es dann 15. Ja, mit 15 wirst du auf jeden Fall was erkennen können. Und zwar sind das hauptsächlich Küchenkräuter. Aber du erkennst auch einen, dass der steht so ein bisschen abseits. Kann man fast, also hättest du fast übersehen. So ein kleines Töpfchen mit einem Kraut, was nicht so, was eigentlich, wo du sagen würdest, das nimmt man nicht, um damit irgendwie Mahlzeiten zu garnieren oder so. Das ist eher so ein, ja, so ein Heilkraut. Okay. Vielleicht um sowas wie Schlangenbisse oder sowas zu behandeln. Also eher so was ein Antidot gegen, herzustellen. Gegen ja. Gift? Genau. Okay. Ja, ein Antidot herzustellen. Ja. Okay. Gut, dann würde ich auch das mitteilen. Ja, ein paar normale Küchenkräuter und ein Kraut, das sehr häufig bei der Herstellung von Gegengiften verwendet wird. Ich weiß aber nicht, wie das da reinspielt. Die kleinen Fenster unten, kann man da auch reingucken oder ist das irgendwie, also theoretisch, oder ist das... Ja, die sind mit so, das eine, wo ihr vorsteht, das ist ja mit so Brettern zugenagelt und die anderen sind halt schon mit Glas verstückt, aber man sieht, dass da Vorhänge vorgezogen sind. Vorhänge. So Leute, irgendwelche Vorschläge, wie wir jetzt weiter... Ich denke, wir sollten das Holzfenster aufbrechen. Aber ich denke, wir sollten auch gleichzeitig auf der anderen Seite des Hauses ein bisschen, vielleicht einen Überfall inszenieren, so als Ablenkung. Dann könnten sich Russell und Verity könnten so tun, als würden sie gerade, als würde Russell Verity gerade ausrauben. Und vielleicht können wir damit Oder umgekehrt. Es ist Equal Opportunity Assholery. Und dann könnten wir versuchen, hier quasi ein kleines Ablenkungsmanöver zu haben, während ich diese Bretter entferne. Nur ein bisschen Lärm machen, dass man vielleicht nicht jedes Knarzen für hey, jemand versucht, meine Bude einzubrechen, hält. Ja, das war's. Hört sich nach einer Idee an. Aber gerne doch. Alles klar. Ja, wer soll der Ausgeraubte sein? Gut. Ihr könnt ja Schnittstelle spielen. Wer kann wem mehr wehtun?
Ich bin ehrlich, ich kann das hier in dieser Stadt nicht einschätzen. Also, ich bin zwar echt harter Typ, aber hier kam gerade eine Untote vorbei. Also ich habe das hier, und ich sag ja so, diesen Stab, der größtenteils aus Eisen gemacht ist. Und ja, die Flinte habe ich auch noch dabei. Was soll ich denn machen, meldet sich Sarah. Am besten hältst du dich ein bisschen zurück. Nicht, dass dich nachher noch jemand erkennt. Das kann ich. Setzt sich so auf den Rasen. Vielleicht noch ein bisschen subtiler, Sarah. In der schattigen Ecke auf der anderen Seite der Straße wäre eine gute Idee, glaube ich. Ja. Gut, ich verstecke mich hinter diesem großen Busch dort hinten. Halt dich von den Mülltonnen fern. Bitte. Ja. Okay. Ah, Busch ist gut. Busch ist gut. Zum Verstecken. Schau, so ein bisschen anders als die Sache mit dem Mülltonnen. Okay. Sie geht halt ein bisschen stark sich, weil ihr habt ja das eine Bein ja geschient, geht sie so zwischen zwei große Büsche, verschwindet dann dahinter. Alles klar. Ich hole mein Werkzeug raus und sage dann, meine Damen und Herren, auf ihre Position. Also ich würde gern von Flinten und Messern absehen. Nein. So aus Eigenschutz. Vielleicht eher so unbewaffneter Kampf. Klau mir die Handtasche. Ein bisschen Kreische, ein bisschen mit dem... Ich hatte schon auch sowas Ähnliches vor. Ihr macht das schon. Also ich stehe und so ein bisschen schmiere. Erstmal. Das finde ich sehr gut. Und dann... Dann würde ich sagen, wie sieht das jetzt genau aus, wie er da irgendwie Lärm macht? Ich habe ja sowieso immer meinen Stock in der Hand. Dann würde ich vielleicht, also er probiert sich so ein bisschen jetzt schauspielerhaft da reinzuplätzen, wo er das noch nie gemacht hat, wahrscheinlich. Also er steht bei dem auf dem Grundstück dieses Hauses. Wir gehen vorher auf die Straße. Genau, auf die Straße. Genau. Ja, ich hatte halt schon vorher gedacht, dass wir uns dann quasi irgendwie vielleicht so entgegenlaufen oder so. Na, quasi irgendwie vor dem Grundstück quasi treffen ungefähr. Mhm. Und dann würde Russell so anfangen, hey du, Kleine da! Ja, du! Und Ich hab eine Regieanweisung. Schubst sie gegen die Tür. Sehr gut. Das wird die Klopfen. Also wie gesagt, das ist die Straße, dann ist erstmal ein kleiner Garten und dann ist das Haus erst. Ne? Ich kann mich ja zur Tür retten vor dem Bösen. Ach so, okay, das geht natürlich. Ja. Dann würde ich erstmal so auf ihn zukommen. Hey, was machst du denn heute Abend noch so? Und ich würde so meinen Arm um ihre Schulter legen. So. Na, wir beide? Ich stoße ihn weg. So, lassen Sie mich in Ruhe. Was wollen Sie von mir? Ach, komm schon, nur ein bisschen Spaß. Und ich wenn dann auch natürlich ein bisschen lauter so. Hack dich mal nicht so! Komm her! Hören Sie auf, mich zu belästigen! Ah, das hat doch nichts mit Belästigen zu tun! Und ich würde immer da Schritte auf sich näher zugehen. So wegstößt so. Ah, komm schon, stell dich mal nicht so an, Kleine! Ne, wir beide! Das passt gut! Gehen Sie weg oder ich rufe um Hilfe! Verschwinden Sie! Ach, was hier um Hilfe? Und ich fange an, so ein bisschen ruppiger zu werden, so ein. Würde ich sie so schon mal auf das Gelände schubsen. Ach, was, die Hilfe! Was war das? Und du schubst sie dann irgendwann gegen die Tür. Und, ich schrei um Hilfe. Und fang dann an, gegen die Tür zu trommeln. Mhm. Ja, dann der wird dir auch dieser alte Mann auch die Tür halt aufreißen, schon fast. So. Und der gute Russell guckt in den Lauf einer Schrotflinte. Wow. Verschwinden Sie von meinem Grundstück! Kommen Sie rein, Lady, kommen Sie rein! Oh, vielen Dank! Dank, es ist ja verschwinden schlimm! Verschwinden Sie, oder ich rufe die Gildengarde! Wow, Grandpa, alles okay! Und ich würde dann so probieren, ja, meinen finstersten Blick zu hinten so spielen. Also, ja, ist okay, Mann, alles okay! Und der runter vom Rasen! Während das alles passiert, möchte ich gerne die
das verbarrikadierte Fenster aufbrechen oder abmontieren. Ja, wie, also wie willst du das jetzt genau machen? Eher so geschickt irgendwie mit Werkzeug und etlichem oder ein bisschen rabiater, ruppig, dass es schnell geht? Also durchaus so ruppig, dass es noch innerhalb dieser, ich sag mal, Szene passiert. Ich meine, es dauert ja nicht so lange. Aber schon auch, also jetzt nicht, ich will jetzt nicht meinen Hammer nehmen, da einfach mal Bowling spielen. Ja, mach mal einen Athletik-Check. Das kann ich tun. Gegen die 12. Gegen die 12. Wo ist Wessel wieder hin? Das ist keine 12. Dann würde ich, glaube ich, ganz gerne eine Karte benutzen. Ich habe ja eine 4 in Athletik, aber gut, dann ziehe ich meinen König. Ja, läuft. Und ja, dann schaffst du das auch da, die Bretter abzureißen und dir Zutritt zu verschaffen zu dem Keller. Sehr gut. Dann rutsche ich da mal so ein bisschen rein. Okay. Und ich folge. Oh ja, genau. Die muss dabei sein. Ja. Dann machen wir erstmal oben bei Verity weiter. Und der alte. Ganz kurz. Ja? Wir müssen Russell noch signalisieren, dass er nachkommen muss. Nachher. Ja, ich hätte mich dann halt, das Schauspiel halber halt irgendwie so irgendwann so richtig beleidigt halt abgemacht, wenn der Typ mal die Flinte ins Gesicht hält. Mhm. Und solange bis er quasi die Tür wieder schließt, dann ja, würde ich mich dann irgendwann auch ein bisschen Zeit versetzt wahrscheinlich zurückbegeben zu euch. Mhm. Alles klar. Ja. Der alte Mann schlägt halt die Tür zu und schaut dann nochmal so durch den Spion. Ja, der wird mich wahrscheinlich dann so weggehen sehen, genau. So mit so einem. Also, wartet dann, bis du irgendwie in die Straße runtergegangen bist. Und dreht sich dann irgendwie. Ich stehe zitternd bei ihm im Foyer und bin völlig aufgelöst. Ja. Mann. Was man hier so alles miterleben muss. Gut, dass der Mann nicht wusste, dass die Flinte nicht geladen ist. Anfänger. Wie geht es Ihnen? Sind Sie verletzt? Brauchen Sie Hilfe? Nein. Ich glaube nicht. Aber. Jetzt stellt die Flinte wieder neben die Tür. Aber. Das ist ja schlimm, dass man sich hier nicht bewegen kann, ohne ständig von irgendwelchen Leuten angepöbelt zu werden und belästigt zu werden. Und. Ja, ist wo bin ich hier nur gelandet? Die Nachbarschaft wird immer schlimmer. Oh, wo sind meine Manieren? Cornelius, mein Name. Peter Cornelius. Noble, Verity Noble, sehr angenehm. Kommen Sie rein, ich mache Ihnen einen Tee, wenn Sie möchten. Wir sollten etwas warten, bis dieser Rüpel von der Straße verschwunden ist. Ach, da bin ich Ihnen sehr dankbar dafür. Ja, gerne doch. Kommen Sie rein und dann setzen Sie sich, rauchen Sie? Nein. Könnte Ihnen eine Zigarette anbieten. Na gut. Dann, ja. Dann mache ich mal Tee. Setzen Sie sich. Dann werde ich mich mal setzen und so. Er verschwindet dann in der Küche, nehme ich an. Ja. Mich mal interessiert in dem Wohnzimmer umblicken. Ja. Also das Bücherregal? Ist, ja, Bücherregale, klar. Irgendwie sowas, was hat Lilio ja auch schon gesehen, durch das Fenster. Sieht alles sehr, also sehr alt und rustikal, aber halbwegs geschmackvoll aus. Halt schweres Holz, was die Möbel halt kennzeichnet. Was stehen so für Bücher im Regal? So ein gute, also das meiste sind wirklich Erzählungen oder ja, irgendwie so geschichtliche Abrisse. Also jetzt nichts Verdächtiges, was jetzt in Richtung Nekromantie oder so hinweisen würde. Arzt? Es Darf gibt ein paar kann? Arztromane. Okay. Aber keine medizinischen Fachbücher oder so. Okay. Ich lausche definitiv auch mit einem Ohr immer, ob ich vielleicht irgendwelche Geräusche höre, die
von ja, meinen Freunden stammen könnten. Du weißt ja genau, worauf du zu achten hast, und deswegen wirst genau. du so ein bisschen so ein wirst du auf jeden Fall hören, ja. Ich halte mich bereit, falls er das auch irgendwie hört, um dann einen hysterischen Anfall zu bekommen. Ja. Ja gut, und dann im Keller, ja, das Problem wird sein, dass der gute Abraham mit seiner Statur durch dieses kleine Fenster nicht durchpasst. Also Josephine wird wohl durchpassen, aber Abraham wird da, also es ist nicht dafür gedacht, dass da so große 2 Meter durchpassen. Das habe ich befürchtet. Dann verstopfe ich mal lieber nicht das Loch, sondern lass die beiden mal vor. Ja, bei Russell, wenn der irgendwie, wenn er ein bisschen wartet, bis er wieder irgendwie so den großen Bogen gedreht hat, das könnte auch knapp werden bei Russell. Ja, nee, ich würde aber auch nicht reingehen wollen. Ja. Also. Da muss ich da wohl alleine. Schick die Frauen vor! Ja. Wir haben ja eine gute Rückendeckung. Ladies Night heute. Ja. Ja. Dann würde ich mich da sehr gerne ein wenig umsehen. Also du kletterst erstmal durch das Fenster durch und bist dann in einem gucken, ob es jetzt hier eine Beschreibung davon. Ja, brauchst halt ein paar Minuten, halt, bis sich deine Augen dran gewöhnt haben, weil es hier ja keine Beleuchtung gibt im Keller quasi. Merkst halt so einen Steinboden, vielleicht sind es aber auch Fliesen unter deinen Füßen. Und ja, du nimmst so einen merkwürdigen Geruch nach Verwesung wahr. Und es riecht auch so ein bisschen so nach Reinigungsmittel oder sowas ähnliches wie vielleicht Mottenkugeln oder sowas. Okay. Ich gebe ihr noch Termi mit. Genau, der kann auch. Der haupt nachher dadurch. Und als sich deine Augen dann so ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt haben, kannst du so ausmachen, wie ungefähr der Raum geschnitten ist. Und der ist halt viereckig. Und du siehst die große Tür, die wahrscheinlich zum Treppenhaus geht. Du siehst mehrere Regale und an der Mitte halt sehr auffällig halt so Gerätschaften und Tische, wie man sie in einem Labor oder in einem vielleicht so einem, wie fällt gerade der deutsche Name nicht ein, Leichenhalle, wenn man in der Leichenhalle sehen würde. Also diese stählernen Tische, wo man halt die Leichen drauflegt. Und tatsächlich siehst du in diesem Raum auch so Teile von Körpern abgeschnitten, die halt irgendwie auf Tischen irgendwie drapiert sind. Die sind sortiert nach Typ, also nur Füße, nur Arme. Das ist schon echt skurril. Ja. Wo bin ich hier reingeraten? Zwischen den Körperteilen sieht man eine große gusseiserne, vielleicht auch wirklich eine Stahlmaschine, die so ein paar Glasbehälter reingeschraubt hat, die dir überhaupt nichts sagt, was die hier machen soll. Und die hat lange Schläuche irgendwie auch und daneben siehst du so ein kleines Paket, wo dicke, fette Nadeln dran sind. Das ist die Schuhputzmaschine. Garantiert, ja. Bei großen Nadeln hätte ich erstmal als überdimensionale Nähmaschine gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, aber die sind halt nicht an der Maschine dran, sondern die sind halt separat in so einem Behälter neben der Maschine. Okay. Also ich nehme mal an, dass ich mir jetzt schon denke, also ich würde mir jetzt schon denken, dass es wahrscheinlich jemand ist, der da versucht, Leute neu zusammenzubauen oder so. Vielleicht. Wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Oder ist es ein Sammler von Körperteilen? Hatte der zufällig Bücher von Mary Shelley im Bücherregal? Ja, vielleicht. Gibt es einen großen Blitzableiter auf dem Dach? Wenn du nach oben guckst, nee.
Sowas braucht man in Malifaux nicht. Verdammt nochmal, diese Seelensteine machen alles kaputt. In den Regalen befindet sich was? Auch die Körperteile oder noch andere Sachen? Und also teils siehst du halt eingelegt in so ein Formaldehyd-Zeugs halt so Köpfe, die da rumschwimmen und Hände und so ein Zeugs. Und halt ganz viele irgendwie ja Flakons mit merkwürdigen Flüssigkeiten drin, die dir irgendwie auch ja so auf den ersten Blick halt nichts sagen. Auch nicht beschriftet sind. Verdammt. Ja, teilweise sind das so Glasflakons mit so einer glibberigen Flüssigkeit drin. Also schon gar nicht mehr richtig flüssig, sondern immer so ein Glibber. Okay. Aber da liegt irgendwie niemand, der gerade tot aussieht oder so, ja. Da liegen jede Menge Tote verstreut über den ganzen Raum. Im Sinne von jemand, der... Keine Sarah-artige Leiche, die da liegt. Nee. Ja, nein. Ich würde gerne irgendein Behälter mit etwas, keine Ahnung, mit einer Hand oder etwas, was nicht allzu groß ist, wo aber offensichtlich ein Körperteil drin liegt. Ja. Würde ich gerne nehmen und nach draußen reichen. Ja. Beweise. Ich sage einfach nur Beweise und nichts anderes. Danke, ich habe schon zwei und ich würde das trotzdem so, ich würde das trotzdem so entgegennehmen mit so einem Damit haben wir zumindest eine Grundlage, Leute zum Reden zu bringen, so ein bisschen, hoffe ich. Ich bin sehr dankbar für deine helfende Hand. Oh, Abe. Ist das der richtige Zeitpunkt dafür? Ich weiß es ja nicht. Komm, dann nimm du auch die Hand und ich reiche dir die Hand. Und Abe, was du sind so ganz, ganz klein, so... Und ich möchte mir auch einen von den kleinen Flakons einstecken. Da ist ein Kinderkirchen, die dann. Eins, was besonders bunt aussieht oder so. Mhm. Ja, vielleicht können wir auch noch mal ein Auge drauf werfen. Haha. Vielleicht nehmen wir auch mal alle die Füße in die Hände und laufen weg. Die Beine in die Hände? Wie ist es nochmal? Komm, hau rein. Bitte. Ich muss mich richtig beherrschen, um einfach nicht da vor diesem Bett so einen übelsten Lachflash zu kriegen. Sonst war irgendwas drin? Okay. Gibt es vielleicht irgendwie Notizen oder sowas in der Art? Ja, irgendwie vielleicht doch noch ein Buch oder sowas, das auch noch so rumfliegt. Oder vielleicht sogar mehrere Bücher, die noch im Regal stehen. Generell außer dem Ausgang, der wahrscheinlich zur Treppe geht, noch eine weitere Tür eventuell? Findest jetzt keine weitere Tür hier in diesem Raum. Was Falltür nach unten? Genau, was mit einer Bodenplatte? Keine losen Bodenplatten oder sonst irgendwas. Du kannst ja mal einen Notice-Check machen gegen die 8. Okay. Easy. Gott. Oh Gott. Wenn wir kämpfen, sind wir so am Arsch. Ja, richtig. Ich hab noch einen Ass, das passt schon. Sie hat sogar die Nekromantin mit dem Schädel gezogen, ist doch schön. Ja, passt einfach. Wunderbar. Ja. Was du findest, sind es ist so eine kleine, so ein kleinen Cupboard, so ein geschlossenes so eine Anrichte. Wo du dann, wenn du sie aufmachst, kommt so ein Mechanismus, der flippt kurz raus. Und da sind wohl Gemälde oder sowas aufgehängt in der Mitte. Und zwar, ja, wenn du die so rausziehst, sind die Gemälde irgendwie teilweise auf normalem Pergament irgendwie gemalt, aber teilweise halt auch auf Haut gemalt. Und das zeigt so Szenen, die jetzt vielleicht jemand, der nicht mit deinem Hintergrund behaftet ist, vielleicht sogar ziemlich ekelerregend finden würden. Aber da du ja gerade einen speziellen Hintergrund besitzt,
sind die Sachen vielleicht für dich gar nicht so verstörend, die auf diesem, also es sind dämonische Gestalten, die da irgendwie drauf gemalt sind. Und Albtraumwesen. Habe ich in meiner Kindheit schon genug mit zu tun gehabt, quasi. Ja. Also es ist zum Beispiel irgendwie ja, ein Mann und eine Frau, die eine von so einer Schlange umschlungen werden und dann so eine riesige Schlange halt und solche Sachen. Sieht zufälligerweise irgendwas auf den Bildern der Sarah ähnlich? So im Sinne von, sind das vielleicht Bilder von Opfern oder so? Nee. Ja, okay. Dann schaust du ein bisschen weiter und findest irgendwie in der Schublade an so einem, einem Arbeitstisch findest du ein Buch. Und okay. Ja, das trägt den Titel Drain Life, also Leben aussaugen. Huh. Ich möchte nur ganz kurz einen Blick reinwerfen. Das sieht schon so ein bisschen nach Zauberformeln oder irgendwie sowas. Genau, aus, gerade ja. Für dich als Magier ist es irgendwie erkennbar, dass es sich hierbei wohl an einem Grimoire handelt. Sowas ähnliches hast du ja auch. Und du kannst es halt auch nehmen. Du findest da drin die Animate Limp Magica. Und du findest da drin außerdem Immutos für Alter Range, Increased Damage und Increased Duration. Okay, Animate Limp, Alter Range. Increased Damage und Increased Duration. Increased Damage. Könntest du jetzt halt auch benutzen, wenn jetzt, wo du es ja. hast. Okay. Leo wird zur Nekromantin. Toll. Lieber nicht. Mit Feuer kämpfen. Ich würde das jetzt auch erstmal so belassen und rausklettern. Ja, deine Suche war noch nicht ganz abgeschlossen. Ich wollte eine weitere Sache noch klar. Zu deinem okay, super okay. Check mit der 12. Findest du noch auf einem Tisch liegend eine Karte von einem Etablissement in der Southern New Construction Zone, dem Turnkey. Das ist irgendwie ein Lokal. Und da sind die eine Seite ist halt eine Werbung für dieses Etablissement. Wenn du sie irgendwie rumdrehst, auf der anderen Seite sieht es eher aus wie so eine Business, also Geschäftskarte. Und da kannst du drauflesen, Mr. Snatch und Mr. Grab. Gentleman und Resurrectionist. Ah, Resurrectionist. Passt, ja. Und Mr. Snatch und Mr. Grab sind schon sehr aussagekräftige Namen. Mhm. Das ist on brand. ja, dann nehme ich das mit, tue auch die Karte so quasi als Pseudolesezeichen in das Buch hinein, damit ich nicht verliere. Und würde mich dann, wie gesagt, durch das Fenster durch, eventuell von Ape rausheben lassen. Ja. Also auf jeden Fall eine gute Spur hier. Aber ich glaube, ich würde lieber warten, bis wir dann auch Verity wieder bei uns und haben. Du hast ihm das Buch geklaut, ne? Ich habe ihm das Buch geklaut. Sehr gut, ja. Wer weiß, vielleicht braucht er das, um... stimmt, ja. Garantiert. Garantiert, ja, klar, er kann es ja. Gerade Animate Limp kann er ja gar nicht machen ohne... Ja, man kann ja. Ohne Grimoire kann man nicht zaubern. Kann man nicht zaubern. Ja, wie gesagt, dann würde ich mich rausbegeben. Erstmal ganz tief Luft holen. Ja, die Luft hier draußen ist wesentlich angenehmer als dieses merkwürdige Gemisch von Gerüchen da unten. Und ich habe nicht gedacht, dass ich jemals irgendwie sowas machen muss. Andererseits habe ich auch schon ganz viel anderen schrägen Kram erlebt, aber mit Resurrectionist habe ich mich bisher noch nicht angelegt.
das ist der Moment, wo ich dich so zu mir wiege und sage, wir müssen gucken, was mit Verity los ist. Ja, das war schön. Und hebe dich wieder hoch. Und im Haus selber kommt der alte Mann mit so einem, so einem dampfenden Teetasse halt ins Wohnzimmer zurück. Und ja. Ah, Kindchen, was führt dich denn hier in diese Umgebung hier? Ist ja gut, dass ich hier war. Die Arbeit. Und ich zeige auf die Arzttasche. Oh, eine Ärztin. Hebamme. Hebamme, oh. Deshalb auch die späte Uhrzeit. Wer ist denn um diese Uhrzeit in der Umgebung hier schwanger? Ich habe niemanden gesehen. Nicht direkt hier in der Nähe. Ich scheine mich auf dem Heimweg ein bisschen verlaufen zu haben. Ja, ich bin noch nicht sehr lange in Malifaux. Ja, das geht wirklich sehr schnell hier in dieser Umgebung. Fürchterliche Straßenbeschilderung, da sollte man mal etwas dran ändern. Aber nein. Da haben Sie völlig recht. Wenn man nicht gerade in den feinen Gebieten von dieser Stadt lebt, dann hat man ja da keine Möglichkeit, irgendwie etwas zu tun. Außer man. Aber die Menschen brauchen hier genauso Hilfe. Das ist richtig, ja. Handwerk, dem sie danach gehen. Nach was riecht denn der Tee? Ich muss den ja die das Hand nehmen. Das ist ein Pfefferminztee. Ganz sicher. Ja. Ich würde trotzdem nur so tun, als ob ich davon trinken würde. Mhm. Und dann nach einer gewissen Zeit, wo ich hoffe, dass die im Keller fertig sind, mal auf die Uhr gucken, wenn er irgendwo eine Uhr hat. Ja, da hat so eine große Standuhr, die irgendwie so vor sich hin tickt. Oh mein Gott, schon so spät. Mein Mann erwartet mich sicher schon und macht sich Sorgen. Oh, ich muss los. Soll ich Sie noch eine Weile begleiten, die Straße herunter? Das wäre nett, wenn Sie mich ein kleines Stückchen begleiten würden. Ja, ich nehme die Flinte am besten auch mit, falls dieser Rüpel wieder da kommt. Definitiv. Oh ja, Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Solche Kavaliere gibt's einfach nicht mehr viele auf der Welt. Leider. Ja, greift sich so ein Mantel und nimmt die Flinte neben der Tür wieder in die Hand und weist dir dann so galant die Tür und hält sie dir auf. Ach, vielen Dank. Ich werde jetzt darauf achten, dass ich beim Rausgehen laut genug plapper, dass die anderen mich hören können. Mhm. Und ich werde mit ihm natürlich nicht in die Richtung gehen, wo die vielleicht auch zugange sind. Alles klar. Ja, gut. Dann, wir haben natürlich schon gesehen, dass du rausgegangen bist. Dann läufst du mit ihm jetzt in die Straße runter, in die andere Richtung. Und ja. Und wir sind in einem gewissen Abstand, folgen wir. Mhm. Beziehungsweise ich laufe dann auch so... Ich halte nicht so riesengroßen Abstand, so 10 Meter, wenn es hochkommt. Ich laufe halt in die gleiche Richtung. Ja, okay. Ja, ich würde halt schon aufpassen, dass ich schon größeren Abstand habe, falls sie mich irgendwie bemerkt. Ja, dich kennt er ja. Genau, richtig. Ich denke daran, dass ihr Sarah wieder einsammelt. Lilly, oder bist du gemutet? Oh, jetzt. Genau, Sarah und Russell war der Name, richtig? Russell, ja. Ah, das kann ich am besten ein bisschen weiter im Hintergrund. Ich würde mich einfach bei Abe einhaken und dann tun wir so auf Pärchen und dann ist es noch weniger auffällig, ist, dass da so ein großer Hühner hinterherläuft. Hm. Ich würde dann irgendwie... Sehr gut. So, nach so ein paar Metern, die schon voraus. Was macht der mit dem der Hand? Also, die bleibt im Rucksack. Ist im Rucksack. Okay, im Rucksack. Und ich denke, das Konstrukt habt ihr auch wieder mitgenommen, ne? Ja. Das ist. Wird ja durchgereicht haben. Mhm. Und ich würde dann irgendwie so nach ein paar Metern aufhören. Ah, Moment. Da war ja noch was. Und dann würde ich so. Und dann würde ich so ein bisschen. Verdammt, würde ich so. Zu der Stelle gehen, wo ich Sarah vermute. Ja, die sitzt halt mitten in so einem Gebüsch drin und rupft da so Zweige irgendwie aus. Ja, Sarah, wir sind fertig.
Komm mit. Oh. Ja, ihr rappelt sich langsam auf und torkelt hier hinterher. Ich versuche so unauffällig wie möglich zu sein. Tu ich doch. Ja, das ist alles. Weil, sehr langsam. Alles gut, ja. Gut. Ja. Gut, dann, ja, der bringt dich noch, Verity, der bringt dich bis zur nächsten Straßenecke und dann meinte, ja, kommen Sie von hier aus zurecht? Ich denke, der Rüppel ist nicht mehr da, ist es, weil, sonst hätte ich schaue mich gesehen. Mal so suchend um, so, ach ja, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Ach, vielen, vielen Dank, das ist so freundlich von Ihnen, Mr. Cornelius, vielen herzlichen Dank. Keine Ursache, keine Ursache. Ich bin immer gerne den Leuten behilflich. Ja. Dann viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und vielleicht sieht man sich ja noch einmal wieder. Hoffentlich unter besseren Umständen. Vielen Dank. Ihnen noch einen schönen Abend. Einen schönen Abend noch. Ja, dreht sich um und geht zurück. Ich würde dann um die nächste Ecke verschwinden und da mal auf die anderen warten, wenn ich außer Sicht von ihm bin. Ja, der kommt uns ja dann so quasi entgegen und wir sind so untergehakt und ich weiß so, dieses gegrüßende Nicken, so dieses. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Abend. Geht dann vorbei, ja. Auf der anderen Straßenseite wahrscheinlich Sarah und Russell. Die sich ein bisschen, dann ein bisschen Abstand. Und genau, ja, irgendwie ein bisschen so. Verstecken. Genau, ein bisschen verstecken halt vor allem. Ich würde mich halt so quasi hinstellen, dass Sarah überhaupt nicht zu sehen ist. Ich bin auch relativ groß. Ja. Dann, ja. Steckt mit ordentlich Abstand dann den anderen folgen. Und dann könnt ihr Verity wieder treffen an der Ecke und ja, austauschen, was ihr erfahren habt oder auch nicht erfahren habt. Genau. Ich hoffe, das Ganze hat keinen Einfluss auf unsere Beziehung als Vermieter und Mieter. Nein, ganz sicher nicht. Hat sich auf jeden Fall sehr überzeugend angehört. Ja. Hat er Erfahrung. Ein bisschen Vorerfahrung. Nicht das erste Rodeo. Aber der alte Knacker hat es geschluckt. Der übrigens mit ungeladener Flinte die Tür geöffnet hat. Also... Sagt er. Hätte ich das sehen? Kann man das irgendwie sehen, ob die geladen ist oder nicht? Ich meine, ich habe eine Schrot. Ja, kann man normalerweise von außen nicht groß. Also, okay. Das war auch jetzt keine Schrotflinte, wie du sie besitzt. Das ist eher so eine alte, fast schon so eine Muskete mit auch so einem geöffneten. Okay. Ja. Gut. Wir haben spannende Dinge gefunden. Ja, wir machen eine Liste von allen Dingen. Ich würde vorschlagen, dass wir erstmal zum Haus zurückgehen und uns da ein wenig sammeln. Und wieder zurück in den Busch? Nein. Zurück zu unserem Haus. Du kommst mit zu unserem Haus. Ach so, ja, gut. Du musst dich nicht hier auf den Straßen rumtreiben. Komm mit. Das ist gut. Dann geht ihr zurück in eure WG. Ja. 4 Leute plus Zombie. Und könnte man eine Geschichte drüber schreiben. Du weißt doch, sie mögen es nicht, wenn man sie untot nennt. Vermindert lebensfähig. Ich stelle mir gerade so eine Geschichte vor, à la Big Bang Theory, nur als anstatt Penny zieht ein Zombie da ein oder so. Ich meine, ich gebe zu bedenken, sie war Magd, das heißt, sie weiß, wie man putzt und sie muss nicht schlafen. Ja, und nicht essen. Also, und du hast also nicht nur Tim Melzer als Mitglied, du hast nicht nur McNalva als Mitglied, sondern auch noch eine, wie hieß die aus Verrückter auf eine nach einer Hexe? Das weiß ich nicht. Ja, also klar. Eine Hexe als oder hier Sabrina oder so. Ist mit und einen Putzzombie. Naja, also ich meine, bevor wir das arme Mädel wieder auf die Straße schicken, kann sie auch bei uns bleiben. Sehe ich auch. Richtig, ja.
Okay, nachdem wir dann alle angekommen sind, stelle ich einfach mal alles, was ich so gesammelt habe, auf den Tisch. Die konservierte Hand, das Buch, den Flyer, auch noch das eine kleine Flakonchen, was ich dann noch mit eingesammelt habe. Mhm. Ich patsche erstmal so auf das Buch und sage, Nekromantie, offensichtlich ist da jemand, der sich mit nekromantischer Magie auskennt. Wird er jetzt erstmal nicht benutzen können, weil ich das Buch habe. Aber, und ich meine, der Titel heißt Drain Life. Das ist halt natürlich, sagt einiges aus. Sagt einiges aus. Ich zusätzlich frage, zu dem gruseligen Raum und dem gruseligen Haus. Ja. Ja. Drain Life sagt aber halt vor allen Dingen, beziehungsweise gibt Grund zur Annahme, dass die Person vielleicht, naja, sich Opfer gesucht hat, um sein eigenes Leben zu verlängern. Könnte gut sein. Was es mit den ganzen Körperteilen auf sich hat, weiß ich allerdings trotzdem nicht, außer dass er sie animieren kann. Aber warum? Ich weiß, keine Ahnung. Vielleicht ist das einer von diesen Menschen, die von diesen Nekromanten, die Flicken-Zombies herstellen. Alles zusammennähen, alles zusammen animieren. Also oder quasi vielleicht. zwei Fliegen mit einer Klatsche, sein Leben ein bisschen verlängern und noch Geld damit machen, nachdem sie tot sind. Oder es sind Ersatzteile. Er baut sich seine Putz-Zombies. Ersatzteile. Die Ersatzteiltheorie finde ich auch sehr gut. Aber jetzt müssen wir noch herausfinden. Was habt ihr mitgenommen in der Hand, oder? Wir hätten jetzt einen Fuß brauchen können. Verdammt. Habe ich leider nicht dran gedacht, verdammt. Oh, verdammt. Ging mir in dem Moment eher darum, etwas eher Handlicheres. War noch eine ganz blöde. Au. Ihr habt die Bretter nicht wieder vors Fenster gemacht, oder? Nein. Okay. Das kriegt er auch so mit, dass wir da drin, also dass da jemand drin war. Ich meine, sein Grimoire ist weg. Für jetzt ein bisschen kein Tagebuch vermisse. So, dann als nächstes der Flyer. Turnkey hieß das, richtig? Mhm. Kennen wir dieses Etablissement? Ja, das kann euch sogar was sagen, ja. Ich meine, ich jobbe ja im Grunde genommen so ein bisschen ja, in dieser genau deswegen wird es was sagen, ja. Mhm. Ist halt so ein sehr, das ist keine edle Kneipe, eher so ein verruchter Schuppen. Mhm. Ja, und ich drehe das dann so um und zeig dann auch, Resurrectionist, dass wir damit zu tun haben, war schon fast zu erwarten. Und ich nehme fast an, dass Mr. Snatch und Mr. Grab für die Entführung zuständig waren. Das könnte gut sein. Ich denke, wir sollten trotzdem uns nochmal anschauen, was mit Lady Sarah? Also, Bothurst? Bothurst. Das würde ich jetzt auch nicht alles einfach beiseite legen. Aber das Turnier, denke ich, ist auch wichtig. Ja, ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob jemand die Tat ausführt oder ob der Ausführende, der Auftraggeber, müsste ja nicht eine Person sein. Und ja, das ist schon alles ein bisschen sehr komisch und sehr zufällig. Ja. Aber ich denke, für heute Nacht sollten wir es erstmal gut sein lassen. Und was machen wir jetzt? Also wir wissen jetzt, wer mich wiederbelebt hat oder so, aber wissen jetzt sonst... mussten wir jetzt herausfinden, genau, warum du ja überhaupt erst gestorben bist. Ja, das wäre wichtig. Und ob das miteinander zusammenhängt. Nicht, dass das irgendwie nur zufällig war, dass Mr. Snatch und Mr. Grab gerade einen Mord miterlebt haben und sich gedacht haben, hey, wenn da schon eine Leiche liegt, können wir sie auch benutzen. Ja. Komm schon, dass diese Lady was mit zu tun hat.
Momentan haben wir halt einfach nichts, was darauf hinweist. Bis auf die Tatsache, dass es sehr unwahrscheinlich, also sehr seltsam ist, dass sie jetzt plötzlich mit dem Verlobten von Sarah heiraten will. Wir könnten natürlich auch jetzt noch ins Turnkey gehen, uns Snatch und Grab greifen und ich sag mal, die Daumenschrauben anlegen. Wir können auch erstmal interessierte Kunden spielen. Wann soll die Hochzeit sein? Übermorgen. Übermorgen. Mhm. Okay. Also ihr habt jetzt noch einen ganzen Tag. Und dann ist die Hochzeit. Wie spät ist es? Es ist jetzt kurz vor Sonnenaufgang. Ihr habt ordentlich Zeit verbraucht jetzt. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt noch lohnt, so zum Turnkey zu gehen, oder? Wahrscheinlich alles dicht um die Zeit. Sonnenaufgang ist deren Schlusszeit auf jeden Fall. Ja. Da sollten wir, denke ich, Entschuldigung. Nee, passt. Ich war. Wir könnten uns ja ein bisschen aufs Ohr hauen und dann morgen mal bei der Lady aufschlagen. Weil wenn wir so nicht ins Haus, also ich würde halt wirklich versuchen, Anstellung zu bekommen, so als Unterstützung für die Hochzeit, oder sonst irgendwie ins Haus reinzukommen, vielleicht liegt doch irgendwo eine Einladung rum. Dann könnten wir uns, wenn es morgen nicht klappt, Einladung für die Hochzeit besorgen. Wenn wir eine Vorlage haben. Das ist kein Problem. Dann die typische Szene so, hat jemand etwas dagegen? Und dann, ah! Ja, ich denke, ihr könnt euch ja über die nächsten Zeit mal Gedanken machen, wie ihr weiter vorgehen wollt, weil für heute Abend, wenn ich auf die Uhr blicke, sind wir dann auch soweit durch. Wir haben 2,5 Stunden schön gespielt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich denke, dieses Szenario ist wirklich ein Deuer weit anders als das der anderen Gruppe und zeigt so einen ganz anderen Teil des Settings. Und auf jeden Fall Hände und Füße. Ja. Das Abenteuer hat Hand und Fuß. Ja, und ich finde, die Gruppe passt auch sehr schön zusammen. Der Russell ist ein bisschen angenervt von was er da machen muss. Denn was er da mal mit reingezogen wird, aber ich. Der Ophelius schreibt auch eine sehr schöne Runde. Wisst ihr, was das Beste ist? Für die nächste Runde sind die guten Karten wieder im Deck drin. Das ist richtig, ja. Und dann dürft ihr auch neue Handkarten ziehen, was dem Russell wahrscheinlich auch sehr entgegen. Ja, das würde mich sehr freuen. Meine waren ziemlich gut. Also, ich kann die 10 und der König waren schon. Also, dass ich keine 2 hatte, war schon alles bei mir. Ja, wer weiß, was ihr mit auf der Hochzeit noch erlebt und mit Mr. Grabs und Mr. Snatch. Das sind bestimmt super angenehme Zeitgenossen. Beispiel gar auf jeden Fall, ja, klar. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Leiten. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei den Zuschauern. Wegen der massiven Streamanzahl heute waren es nicht ganz so viele wie sonst, aber es sind ein paar Leute da. Der Ophelius die ganze Zeit irgendwie super kommentiert und Azrael war auch da. Immer schön zu sein. Und hier, wer ist denn Sivi? Sivi ist ein Freund von mir. Ah. Hallo, Freund von Lilio. Hi, Fussel! Hallo, Fussel. Genau. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal was in die Kommentare auf YouTube, weil da kommt das jetzt direkt dann nachher hin. Und falls ihr es hier auf YouTube guckt, dann hinterlasst uns irgendwie was, so ein Kommentar. Wir freuen uns immer über Kommentare. Ja, Anregungen. Ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, da oben läuft die ganze Zeit die Adresse vom Nordpol durch und da könnt ihr mal drauf gucken. Da gibt es einen Streamkalender, wo immer Rollenspiel-Livestreams in der Woche immer angekündigt sind und da erfahrt ihr auch, wann es denn weitergeht mit Through the Breach. Oder ihr folgt mir auf Twitter, das könnt ihr natürlich auch machen. Da kündige ich das eigentlich auch immer an, wenn ich Rollenspiel-Streams habe, meistens so 1-2 Stunden vorher.
weil man weiß ja nie, was passiert. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Und wir schließen mit dem Zitat, ciao, LP, was auch immer LP bedeutet, für Let's Play wahrscheinlich, hat Hand und Fuß. Ja. Tschüss. Ciao.